Herzlich willkommen zur 24. Peira-Matinee. In der letzten war Gregor Gysi unser Gast, heute die Piraten. Eine schöne Reihenfolge, finde ich. Wir wollen uns heute unterhalten, ob die Vision der Piraten unter dem Vorzeichen ihres kometenhaften Aufstiegs, aber ebenso kometenhaften Niedergangs, immer noch ins Leben zurückgeführt werden kann. Und das wollen wir nicht nur theoretisch diskutieren, sondern natürlich unter dem Vorzeichen des beginnenden Wahlkampfs in Berlin uns die Fragen stellen, wie wir die Werte, die gesellschaftlichen Vorstellungen der Piraten so in Szene setzen können, dass die Wählerinnen und Wähler, die 2011 immerhin mit 9% den Piraten die Chance eröffneten, im Abgeordnetenhaus für Berlin Politik zu machen, diese Stimme für die Piraten wiedergeben. Ich denke, es ist nicht falsch beschrieben, wenn man sagen kann, dass die Piratenpartei, als sie antraten 2006, die einzige Partei in Deutschland waren, die für mehr Freiheit, für mehr Demokratie, für mehr soziale Teilhabe ein Programm auf den Tisch gelegt hatten, was zwar rudimentär war, aber in seiner rudimentären Art bereits weit vor den anderen Parteiprogrammen in die Öffentlichkeit getragen wurde. Wir wollen heute nicht darüber diskutieren, woran es nun genau lag, dass die Piraten den Erfolg nicht bezogen auf die heutigen Tage dauerhaft umsetzen wollten. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, was die Visionen der Berliner Piratenpartei für Berlin sind, aber auch da nicht nur akademisch drüber reden, sondern wir wollen auch hören von den Piraten, von den Kandidaten, der Kandidatin, die die vorderen Listenplätze besetzen, was für praktische Vorstellungen sie für die Berliner Politik haben. Entschuldigen muss ich Bruno Kramm, der sich natürlich auch selber persönlich entschuldigt. Er ist vor 3 Tagen Vater eines Sohnes geworden und im Zusammenhang mit dieser wunderschönen Geschichte hat sich leider auch bei ihm, obwohl er Spitzenkandidat der Berliner Piratenpartei ist, nicht ganz vermeiden lassen, dass man manchmal sein Augenmerk von dem Allgemeinen, von dem Gesellschaftlichen auch auf die Familie richten muss. Er muss seine Frau und die weitere Tochter versorgen und kann heute Morgen leider, wie er es vorgehabt hat, nicht dabei sein. Insofern können wir im Moment seine Keynote nicht hören, wie er sich sozusagen als Spitzenkandidat positioniert gegenüber den anderen Parteien. Aber ich denke mal, von heute an bis zum 18. September wird es Gelegenheit geben, diese Vorstellung von Ihnen persönlich an der einen oder anderen Stelle noch zu hören. Die Aufgabe, mehr oder weniger einen ersten Aufschlag zu machen für die heutige Diskussion, übernimmt Simon Kowalewski. Simon Kowalewski, von der Haarfarbe her hat er, glaube ich, ein bestimmtes Thema generell besetzt, ist eben nicht nur sozusagen zu diesem Thema unterwegs, sondern er ist stellvertretender Parteivorsitzender der Piraten und ist auch schon jemand, der mit Abgeordnetenhauserfahrung nun ausgestattet ist. Er war einer derjenigen, die im 2011 einzogen. Simon, wenn du die Gesamtlage siehst, hast du dir sicherlich vorher die Frage gestellt, wollen wir jetzt wirklich nochmal antreten oder wollen wir abwarten auf die Zeit Ende des nächsten Jahrhunderts? Und wo nimmst du den Mut her? Woher nimmst du die Energien, um eine nicht ganz wenig zeitaufwendige, nervenaufreibende Arbeit zu machen? Bitte. Ja, vielen Dank, Rainer. Wie Rainer schon gesagt hat, ich bin seit 1981 auf diesem Planeten, seit 2007 allerdings erst in Berlin, seit 2009 erst bei den Piraten, das ging allerdings auch noch nicht.
arg viel früher, weil die Partei ja erst 2007 gegründet worden ist und trotzdem 2011 schon ins Abgeordnetenhaus gekommen. Also das ist wahrscheinlich auch das, was hier mit kometenhaftem Aufstieg bezeichnet worden ist. Sowas ist natürlich woanders nicht möglich. Da sage ich aber auch gleich noch was dazu. Ich bin wahrscheinlich auch der erste Mensch, der jetzt schon zum zweiten Mal Gast bei einer Palra-Matinee ist. Ich wollte diese Chance nur mal ganz kurz nutzen, vielleicht auch noch zu sagen, dass mein letztes Gespräch mit Rainer hier auf diesem, an dieser Stelle über den Versuch, TierschützerInnen mit Antiterrorgesetzen aus dem Weg zu räumen, auch sehr anschauenswert ist und ist im Archiv auf der Palra-Seite zu sehen. Warum, du hast mich gefragt, wir das jetzt überhaupt wieder machen. Ich bin der Meinung, dass die Piraten sehr wichtig sind, als einzige echte linke Opposition. Das ist meiner Meinung nach schon in dieser Legislaturperiode so gewesen. Die Linken sind gerade aus der Regierung raus, die Grünen wollen um jeden Preis rein. Und wenn jetzt dann nach der Wahl es sich ereignen sollte, dass Linke und Grüne sich von der SPD in eine R2G-Koalition treiben lassen sollten, dann gäbe es ohne Piraten Opposition nur von rechts. Und das wäre natürlich furchtbar. Also eine Koalition unter SPD-Führung ist ja eh schon mit so Leuten wie Tom Schreiber vielleicht jetzt nicht unbedingt ein super linkes Experiment. Und wenn dann nur noch Opposition irgendwie von der CDU oder noch weiter rechts kommen würde, wäre das, glaube ich, relativ verheerend. Wir haben aber eben auch, das hast du ja auch gesagt, Bruno als Bürgermeisterkandidaten aufgestellt, um zu zeigen, dass wir auch gerne Verantwortung übernehmen würden, wenn es denn dazu kommen würde. So, wir haben eine Liste mit 30 Leuten, das sind doppelt so viele wie 2011. Und wir haben auch unter den ersten 20 Kandidierenden 7 Frauen. Ich meine, ich weiß nicht, was ich da noch an die Quote 2011 erinnern kann, die war nicht ganz so gut. Aber wir lernen ja dazu und wir verbessern uns. Wir haben auch schon DirektkandidatInnen in mehr als der Hälfte der Wahlkreise, die es in Berlin gibt. Und es sind auch noch einige zu vergeben. Also wer noch Interesse hat, vielleicht ein bisschen Direktwahlkampf in einem wunderbaren Wahlkreis dieser tollen Stadt zu machen, da gibt es noch Möglichkeiten, sprecht uns einfach an, wir können da was vermitteln. So, aber worum es ja eigentlich heute vor allem gehen soll, wir haben eben auch ein tolles Programm und das wurde von etlichen Piratinnen und Piraten an langen Nachmittagen und Abenden entwickelt und vor allem eben bei den 2 Landesmitgliederversammlungen dieses Jahr beschlossen, ganz basisdemokratisch und mit viel Diskussion. Und das heißt, dass es diesmal ein deutlich detaillierteres Programm ist als beim letzten Mal. Das heißt letztlich auch, dass die Menschen, die uns wählen, deutlich besser wissen können, was sie da eigentlich bekommen. Wir können davon heute natürlich nur einen Ausschnitt vorstellen. Das Programm gibt es in seiner gesamten Schönheit im Wiki zu sehen oder auch bald dann eben in gedruckt. Ich fange mal mit ein paar kleinen Punkten an und meine lieben Kolleginnen und Kollegen machen dann den Rest. Ich fange natürlich, weil es ja hier um Politik und Demokratie geht, mit dem Thema Demokratie an. Ich bin seit sehr langer Zeit Mitglied in dem Verein Mehr Demokratie und deswegen maße ich mir jetzt einfach mal an zu sagen, dass die Piraten das beste Programm zur Verbesserung der Demokratie haben. Ich habe gestern in dem übrigens sehr empfehlenswerten Podcast Fokus Europa von Ulrich Kühn, einem Konfliktforscher von einer sehr guten Hochschule in dem Bereich, das Zitat gehört, dass das größte Problem der Politik die Berufspolitiker seien. Und dem kann ich mich eigentlich anschließen. Das sind Menschen, die treten irgendwie mit 12, 13 in die Junge Union ein oder in andere politische Jugendverbände der großen Volksparteien und lernen Politik sozusagen als Ausbildungsberuf. Die haben nie irgendwas anderes gemacht. Und das unterscheidet sie von uns. Wir sind die Menschen aus allen Ecken der Gesellschaft. AkademikerInnen, HandwerkerInnen, Arbeitslose, wir haben alles dabei. Und deswegen können wir eben auch die Erfahrung, die wir in der wirklichen Welt gemacht haben, in die Politik einbringen. Danke.
Ja, das ist ja auch, das ist ja auch wichtig, weil es entsteht immer dieser Eindruck, die Politiker, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Es gibt Leute, die laufen über die Straße und brüllen das irgendwie in Mikrofone, dass die Politiker ja überhaupt keinen Bezug zur Realität hätten. Das ist was man wirklich überwinden muss, damit wir überhaupt noch in irgendeiner Form wieder das Vertrauen in die Politik zurückgewinnen können, dass wir auch wieder dafür sorgen können, dass die Wahlbeteiligung nicht immer weiter sozusagen linear gegen Null strebt, weil dann ist die Demokratie vorbei und dann haben wir nichts Besseres. So, aber um das zu verbessern, um Leute zu motivieren, auch wählen zu gehen, haben wir eben auch noch ein paar gute Ideen in unserem Wahlprogramm. Beispielsweise, dass wir Wahlen und Abstimmungen allen öffnen wollen, die in Berlin leben. Also egal, was für ein Pass sie haben, egal wie alt sie sind, es sollen einfach alle, die es betrifft, die von der Politik tatsächlich sozusagen auch bestimmt werden, die Möglichkeit haben, sich daran zu beteiligen. Insofern wollen wir aber eben auch, dass jede Stimme zählt. Wir sind für die Abschaffung dieser Hürden, 5% Hürde im Abgeordnetenhaus, 3% Hürde in den Bezirksverordnetenversammlungen, sodass jede Stimme auch wirklich sich auswirkt auf die Verteilung in den Parlamenten. Wir wollen auch ermöglichen, mehr Einfluss zu nehmen. Also einfach nur ein Kreuz bei einer Liste machen, ist uns zu wenig. Wir wollen, dass die Leute ihre Stimmen selber verteilen können, über die Leute, die sie gerne hätten, verteilen können. Wer auf der Liste vielleicht jetzt nicht den Wünschen entspricht, den kann man dann auch einfach mit keinem Kreuz versehen. Beispielsweise gibt es ja das in Hamburg schon oder in Baden-Württemberg, wo dieses Verfahren schon Realität ist. Das hätten wir in Berlin einfach auch gerne. Wir wollen aber eben auch, dass die Bezirksverordnetenversammlungen zu richtigen Parlamenten werden, also auch verbindliche Entscheidungen treffen können und nicht nur so Vorschläge machen für die Verwaltung. Wir wollen aber auch, dass die Bürgerinnen und Bürger selbst mehr Einfluss haben, indem sie beispielsweise über Bürgerhaushalte direkt Gelder für bestimmte Maßnahmen vorsehen können. Und wir wollen den Volksentscheid retten. Das gibt einen Volksentscheid, der den Volksentscheid retten will, der entspricht eigentlich genau unseren Forderungen. Nach dem, sage ich mal, Scheitern des Masterplans Tempelhofer Feld gab es plötzlich dringende Versuche bei SPD und CDU, den Volksentscheid zu verkomplizieren, dass es Gelder gibt für den Senat, um Werbung gegen Volksentscheide machen zu können. Das wollen wir natürlich alles nicht, weil wir wollen, dass wir mehr Demokratie bekommen statt weniger. Und wir wollen eben auch neben dem klassischen Volksentscheid uns für neue Formen der Bürgerbeteiligung öffnen. Wir hatten zum Beispiel zum Tempelhofer Feld ein Projekt gehabt bei den Piraten, wo wir uns überlegt haben, wie könnte man denn so einen Mitbestimmungsprozess machen. Und die Idee war natürlich, es kriegt einfach jeder Berliner einen Quadratmeter Tempelhofer Feld und kann selber entscheiden, was er damit machen will. Aber damit das nicht völlig chaotisch wird, kann man sich dann natürlich auch zu Gruppen zusammentun, die dann gemeinsam irgendwelche Projekte vermeiden wollen. Ich kriege jetzt gerade eine 7 gezeigt, auch was auch immer das heißt. Oh, ist das meine Zeit? Oh Gott! Ja, ich bin froh, dass es da Zensoren gibt und ich das nicht machen muss. Gut, ich versuche mich zu beeilen. Wir haben im Bereich der Gleichstellungspolitik das progressivste gender- und familienpolitische Programm aller Parteien in Berlin. Ich glaube, das kann man so sagen. Alle anderen streiten noch über die Ehe für alle. Wir wollen die Ehe für niemanden. Was eben heißt, dass wir wollen, dass alle Menschen selbst über die Rechte und auch Pflichten, die mit der Ehe momentan einhergehen, selbst entscheiden können. Und auch, dass es eben bestimmte Sachen, die man momentan nur per Ehevertrag bekommt, einfach nicht mehr gibt, sondern dass Menschen über ihr Zusammenleben selbst entscheiden können. Und wir wollen auch, dass alle Konstellationen, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, den besonderen Schutz der Familie genießen können. Wir wollen aber auch nicht mehr, dass der Staat das Geschlecht der Menschen erfasst, weil momentan ist tatsächlich der einzige Grund, warum er das tut, die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen zu verhindern. Und das sehen wir als eine zu große Einmischung in die privaten Lebensumstände an. Und genauso der Zwang zu geschlechtsidentifizierenden Vornamen. Ach, und Vornamen, da gehen wir dieses Mal sogar noch weiter.
Wir möchten es allen Menschen ermöglichen, ihren Namen zu ändern, wenn sie das möchten. Damit fällt dann auch die komplizierte Regelung im transsexuellen Gesetz weg. Rainer? Ja? Soll ich Schluss machen? Ja. Okay. Also, ich hätte noch so viel zu sagen. Was nicht heißen soll, hast du es natürlich super gemacht, eine schöne Einführung, aber wie gesagt, alles ist leider endlich und es muss ja, wir müssen ja diese andere Politik, die wir den Menschen versprochen haben, selber leben, also fair sein zu dem anderen, der auch noch was zu sagen hat, aber ich will jetzt hier keine Belehrung machen. Es war wunderbar und nun spricht Dr. Bettina Günther. Sie könnte ähnlich anfangen wie du. Sie war fast in jeder Matinee anwesend und hat auch in jeder Matinee schon mal Stellung genommen. Insofern braucht sie heute vielleicht weniger Zeit. Nein, das ist nicht die Vorgabe. Sie ist unter anderem in der Migrations- und Asylpolitik zu Hause. Sie will ebenfalls kämpfen für die Teilhabe für alle Menschen, unabhängig von Hautfarbe und Herkunft. Das sind so vielleicht drei Vorbemerkungen, aber vielleicht gibt es da auch noch einen speziellen Wunsch. Bettina, leg los. Ja, hallo, vielen Dank für die nette Einführung. Ich bin zu den Piraten gekommen im Grunde, also ich bin Kultur- und Sozialwissenschaftlerin, bisher keine Politikerin in dem Sinne. Und ich bin über die Technikgeschichte zu den Piraten gekommen und über das Thema soziale Teilhabe. Also bedingungsloses Grundeinkommen, BGE und fahrscheinloser Nahverkehr. Und also diese sozialen Themen waren eigentlich das, was mich vor 5 Jahren wirklich so interessiert hat. Ich gehöre jetzt vielleicht nicht zu diesen Leuten, die nur aus Internetgründen eine Partei gewählt hätten. Aber diese andere Geschichte, also Teilhabe, Transparenz, Bürgerbeteiligung, das sind die Themen, die mich also damals wirklich überzeugt haben und eben auch das Wahlprogramm, was 2011 gemacht worden ist und was wir jetzt, denke ich, weitergestrickt haben in einer bestimmten Art und Weise. Ich würde jetzt hier auf 2 Punkte eingehen, von der Zeit her geht es ja nicht anders. Das eine ist, die Piraten sind die Partei, die eigentlich schon sehr, sehr lange, solange es sie gibt oder zumindest solange sie in Berlin aufgetaucht sind, den fahrscheinlosen, umlagefinanzierten öffentlichen Nahverkehr fordern. Und das ist einer der Aspekte, die mit Teilhabe, also die mit kultureller Teilhabe wirklich ganz eng was zu tun haben. Dass Menschen, die in Berlin sind, einfach sagen können, ich muss mir nicht überlegen, kaufe ich mir einen Fahrschein, ich bekomme vielleicht von meinem Hartz IV nur 20 Euro für Fahrscheine, habe aber jetzt, müsste so und so viel für mein Ticket bezahlen und sowas. Es ist einer der Punkte, ja, und wo wir zum Beispiel auch schon länger fordern, die Entkriminalisierung des Schwarzfahrens. Also wenn man sich mal anguckt, wie viele Menschen in Berlin im Gefängnis sitzen, einfach weil sie Strafen absitzen müssen, die sind so und so oft beim Schwarzfahren erwischt worden. Sie können die Strafe nicht zahlen oder wollen es nicht, in der Regel können sie es nicht und sitzen dann einfach da ihre Tagessätze ab. Das ist eine Geschichte, das wäre undenkbar, es in einer ähnlichen Art und Weise zu machen, jetzt zum Beispiel bei Leuten, die ihre Parktickets nicht zahlen. Ja? Also ein Parkticket ist eine Ordnungsmaßnahme und wir fordern eben die Entkriminalisierung. Aber jetzt nochmal zum fahrscheinlosen Nahverkehr. Es gibt inzwischen einige Städte, die das ausprobiert haben und die Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus hat eine Studie, ein Gutachten in Auftrag gegeben, die das einfach mal durchspielen sollten. Man kann jetzt über die Inhalte von diesem Gutachten und über die Vorgaben kann man immer auch diskutieren, kann man immer auch noch Sachen anders machen. Das, was dabei rausgekommen ist, ist ja kein Gesetzentwurf in dem Sinne, aber es ist der Versuch, sich dem auf eine wissenschaftliche Art und Weise zu nähern und das Ganze einfach auch mal durchzuspielen. Und das hat auch dazu geführt, dass es inzwischen eine Diskussion gibt, also auch in Berlin, auch im Abgeordnetenhaus, und dass die anderen Parteien sich jetzt plötzlich auch Konzepte ausdenken.
Die haben jetzt auch irgendwelche Ideen, was man machen könnte. Also ich denke, da sieht man, dass Piraten wirken. Das ist, glaube ich, eine der Sachen, die wir in den letzten 5 Jahren wirklich gut erreicht haben. Ja, der zweite Punkt. Der zweite Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist die Bildungspolitik. Einer meiner politischen Schwerpunkte, der jetzt vorhin noch nicht genannt wurde, ist die Schulpolitik. Das hat für uns auch viel mit Teilhabe zu tun, mit kultureller und sozialer Teilhabe. Denn wir sind die Partei, die fordert, dass Schülerinnen und Schüler länger gemeinsam lernen sollen, dass sie so gefördert werden sollen, dass der Bildungsabschluss und auch die Art und Weise, wie man sich in der Schule bewegt, wie sehr man Schule gut findet, interessant findet, sich da wohlfühlt, nicht mehr so sehr von der Herkunftsfamilie abhängen soll. Wir wollen zum Beispiel die Möglichkeit für ein individuelles Coaching eigentlich für jeden öffnen. Also das heißt, nicht der eine zahlt Nachhilfe, einer bleibt sitzen. Manche Leute haben auch einfach nur Arbeitsprobleme, sondern wirklich eine Art Mentoring oder Coaching, das kann jeder gebrauchen. Das können Leute gebrauchen, die Probleme in einem Fach haben. Das können auch Leute gebrauchen, die hochbegabt sind und nicht wissen, wie sie denn die Zeit totschlagen sollen oder ähnliches. Ne? Ja, dann unterstützen wir Schulformen, in denen das möglich ist, zum Beispiel Gemeinschaftsschulen. Und wir hoffen sehr, dass die CDU nicht sozusagen zum Frontalangriff auf diese Schulformen jetzt bläst, weil der Schulfrieden, der sogenannte, dass man sich mal darauf geeinigt hat, das Schulgesetz so zu lassen, wie es ist, wird unter Umständen demnächst aufgekündigt. Das heißt, wenn die CDU hingeht und sagt, sie wollen einseitig nur das Gymnasium fordern, dann werden wir da auf jeden Fall dagegen sein. Ja, dann fordern wir natürlich eine bessere Ausstattung in den Schulen, also eine digitale Ausstattung. Wir fordern, Lehrmittel unter freie Lizenzen zu stellen. Vor allen Dingen die Sachen, die sowieso mit öffentlichem Geld irgendwie finanziert wurden. Natürlich fordern wir ein freies WLAN und das sind für uns eben auch die Möglichkeiten und Voraussetzungen für einerseits für Transparenz, aber eben auch für die aktive Teilhabe von Lernenden und auch von Lehrenden letztendlich am Wissen, das es heute gibt. Ja. Dann sind wir der Meinung, Bürgerbeteiligung könnte eigentlich auch schon in der Schule anfangen. Und insofern fordern wir ein digitales Abstimmungstool, im Grunde sowas wie das Liquid Feedback oder etwas Ähnliches für jede Schule, auf der sich die Lehrenden, Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die Mitarbeiter am besten mit dem gleichen Stimmrecht in irgendeiner Form tummeln können und sich da überlegen können, was sie da machen. Mein Zeit gut. Vorbei? Ja. Okay. Gut. Dann will ich noch. Also wenn ihr weiterhin so viel klatscht, ist es für mich sehr schwierig, den Vortragenden zu unterbrechen und zu sagen, ja, die Zeit ist abgelaufen. Aber ich denke, wir haben ja hinterher noch Gelegenheit, dass ihr euch alle hier nochmal einmischt. Also, der nächste ist Dr. Franz Josef Schmidt. Er ist an der TU Berlin und denjenigen, den das, was da mit Erdogan oder von Erdogan ausgeht, nicht recht ist, könnten Franz Josef Schmidt kennen. Er demonstriert seit nunmehr 8 Wochen jeden Freitagabend vor der türkischen Botschaft gegen das Begehren von Erdogan, Einfluss zu nehmen auf die Demokratie, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Das finde ich sehr gut. Er wird sich sicherlich darüber freuen, da diese Demos ja fortgesetzt werden, leider müssen fortgesetzt werden, freuen, wenn der eine oder andere sich jetzt hier angesprochen fühlt, bei der nächsten Demo bereits mit dabei zu sein. Das sind kleine Runden, da wird vorgetragen zu verschiedenen Aspekten dieser Bedrohungspolitik, die von ihm ausgeht. Aber sein spezielles Thema jetzt für den Berliner Wahlkampf
ist eine innovative Bildungspolitik, insbesondere für den Hochschulbereich, anzugehen. Bitte, Franz Josef. Ja, vielen Dank, Rainer. Ich bin ja nicht der Einzige, auch meine Vorgängerinnen und Vorgänger, der Simon und die Bettina, sind da jeden Freitag. Und natürlich wäre es toll, wenn Menschen sich dazu aufraffen, da freitags hinzugehen. Denn es hat sehr viel zu tun mit den Kernthemen, für die wir kämpfen, mit der Meinungsfreiheit, natürlich den Menschenrechten, die sollten ganz oben stehen. Und dann aber auch direkt betroffen die Akademikerinnen und Akademiker in der Türkei, die eben kämpfen auch für Meinungsfreiheit und sich da sehr viel Gedanken machen und natürlich auch gut argumentieren und deswegen von Erdogan dann eben auch verfolgt werden. Diese Struktur, sag ich mal, ist für uns eine Symbolik, für was das jetzt droht abzufärben auf Deutschland. Es geht da irgendwie in eine andere Richtung, ja, als die wir wollten. Du hast ja eingangs erwähnt und meine Vorredner, wie die Innovationen eigentlich dazu abzielen, dass wir mehr Teilhabe wollen, mehr Innovation, mehr Bürgerbeteiligung und mehr Gerechtigkeit in den Strukturen. Deswegen, um vielleicht eine Frage zu beantworten, die eingangs im Raum stand, kam es für mich nie irgendwie in die Diskussion, ob ich weiter bei den Piraten bleibe, ob der Kampf zu hart ist. Nein, der Kampf ist hart, wenn man nichts unternimmt. Ja, das ist für mich so ein bisschen wie die Frage, finanzieren wir jetzt den Umweltschutz? Natürlich, weil es wird ja später noch teurer. Ja, wir müssen jetzt kämpfen für Teilhabe und Gerechtigkeit, denn später würde es nur noch viel schwerer und noch anstrengender werden. Und deswegen ist es für mich nie eine Frage, zu den Piraten zu gehen. Und ich glaube, die Stimme ist da auch am allerbesten aufgehoben bei allen Parteien. Nirgends hat man die Chance, mit seiner Stimme so viel zu bewegen, nämlich dazu beizutragen, dass eine einzige linke Opposition, wie wir gehört haben, am Ende die 5%-Hürde knackt und deswegen weiterhin wirkt, ja, was bisher in den Jahren passiert ist. Also vielleicht die wichtigste Stimme, die man derzeit vergeben kann an die Piraten. Ich möchte an... Ich möchte an der Stelle in der Tat ein bisschen was erzählen zur Hochschulpolitik. Bin da ja seit 15 Jahren im Prinzip Hochschulpolitiker an der TU Berlin. Und es sind eben auch die Themen Demokratisierung und Digitalisierung und Finanzierung, zu denen wir schon sehr viel gehört haben, aber eben auch Ideen zu innovativen neuen Bildungsgängen, die jetzt auch sich ergeben im Zuge der aktuellen Migrationsbewegungen beispielsweise. Und vielleicht ohne zu wiederholen, in der Demokratisierung ist es ja so, dass an den Hochschulen es fast im Moment gar nicht möglich ist zu fordern, dass jeder Kopf oder alle die gleiche Stimme haben, sondern es gibt im Moment eine Struktur, dass in allen Gremien die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer eine Mehrheit besitzen. Da gibt es jetzt aktuell tatsächlich eine Initiative an der TU Berlin, eine Viertelparität einzuführen in den Gremien. Dafür haben wir uns ausgesprochen, als ersten Schritt in Richtung Demokratisierung, dass Studierende, Mitarbeitende und Professorinnen und Professoren, die gleiche Stimmgewichte pro Gruppe haben im erweiterten akademischen Senat. Und das ist insofern ein landespolitisches Thema, da der Senat von Berlin damals unter Nevermann sich eben dafür ausgesprochen hat, dass das rechtswidrig wäre, unter Berufung auf Urteile aus den 70er Jahren, die verfassungsrechtliche Fragen aufgeworfen haben, die damals überhaupt anders gestrickt waren, gar nicht greifen. Da ging es um die Befassung, die direkte Befassung mit Forschung und Lehre. Also sowas ist im Prinzip ein richtiger Schritt, der jetzt auch wirklich passiert, dass eine Klage bereits eingereicht worden vom Verwaltungsgericht, das sich bisher nicht befassen wollte. Das Gremium stimmt neu ab. Und der Senat muss sich bekennen dazu, dass sowas rechtlich möglich ist und nicht mit Rechtsargumenten den Menschen da ihre Stimme untersagen. Und da fehlt im Moment tatsächlich auch nur eine einzige Partei, die sagt, natürlich ist sowas rechtlich möglich. Ja, Nordrhein-Westfalen macht es nämlich vor. In Nordrhein-Westfalen gibt es diese Mehrheitsverhältnisse schon. Zum Thema Digitalisierung haben wir auch sehr viel gehört. Da gehört vielleicht die Ergänzung zu dem Open Educational Resources, nur der Open Access natürlich, Forschungsergebnisse müssen transparent für jeden sichtbar sein. Ja, krude Theorien, was die neuesten Forschungsergebnisse sagen, ranken sich teilweise, weil die Menschen gar keinen Zugang haben zu diesen Forschungsergebnissen. Und da kämpfen wir natürlich dafür, dass alles, was mit der öffentlichen Hand gefördert und dann herausgefunden wird, dann auch lesbar ist im Internet. Das heißt, es kann nicht sein, dass Verlage solche Sachen dann vermarkten und da ein Geschäft draus machen. Das zieht sich ja durch alle Bereiche, wie auch bei GEMA, GEZ, vielleicht peripher, die ganze Abhängigkeit von Markt bei Sachen, an denen alle teilhaben sollen müssen. Und um
um es nochmal zuzuspitzen, wir haben jahrelang auch gekämpft, auch sehr, sehr erfolgreich gekämpft, dafür, dass die Finanzierung in der Bildung sich verbessert. Martin Delius ist nie müde geworden zu erwähnen, dass 1 Milliarde Euro Baustau allein an den Universitäten existiert. Was jetzt passiert ist, ist, dass 250 Millionen Euro allein für die TU Berlin über 10 Jahre zur Verfügung gestellt werden. Das ist gigantisch, da passiert richtig viel und das ist natürlich durch steten Tropfen, der da den Stein hüllt, Oppositionsarbeit entstanden. Nur deswegen gibt es jetzt endlich eine Auflösung des Baustaus in den nächsten Jahren. Und ich denke, das ist eine Chance, wo auch weiterhin nachhaltig im Hintergrund Menschen mahnen müssen, zu was dieses Geld eingesetzt wird. Denn der Präsident der TU Berlin zum Beispiel, da kenne ich die Struktur jetzt sehr gut, der Herr Thomsen, der ist sehr innovativ, ja, der plant auch, aber der ist auch offen eben für Tipps. Das ist ein bisschen anders als auf der politischen Ebene, wo vielleicht Berufspolitiker, wie wir gehört haben, im Vordergrund stehen. Da wird nachgedacht, wie man die Struktur besser machen kann. Und ich denke zum Beispiel in der aktuellen Migrationsbewegung stelle ich mir vor, dass wir Hörsaalzentren entwickeln, in denen meinetwegen auf 10 Sprachen parallel übersetzt wird. Innovative Hörsäle, wo die Menschen sitzen, teilhaben können, unabhängig von Einschränkungen, körperlichen Einschränkungen, die Übersetzungen in alle Sprachen hören. Es gibt schon ein Programm, damit die Menschen dort ohne geklärten Aufenthaltsstatus unmittelbar anfangen können zu studieren. Und da fehlt es aber auch noch an Struktur dahinter, dass dann die Sprachbarrieren überwunden werden. Es gibt natürlich Deutschkurse. Sowas muss gestärkt werden. Da muss auch in den Hochschulvertragsverhandlungen vom Senat dann Druck ausgeübt werden, zu sagen, natürlich, wenn ihr sowas macht, ja, wenn ihr diese Gelder einsetzt, um zum Beispiel so ein Hörsaalzentrum zu bauen, in dem Menschen auf 10 Sprachen Vorlesungen verfolgen können, dann legen wir noch eine Schippe drauf vom Senat oder nehmen das als Kriterium für die Finanzierung der Hochschulen mit auf. Und solche Sachen erstrecken sich natürlich auch auf andere Dinge, das Wohnen beispielsweise, also integratives Wohnen, vielleicht Studierendenwohnheime, die dann auch für Geflüchtete zur Verfügung stehen, die dann praktisch mit diesen Gruppen integrierend besetzt werden, sodass sich keine Ghettos bilden. Das sind Dinge und Ideen, die durchaus innovativ sind, die auch auf der Ebene eigentlich zu wenig oder gar nicht diskutiert werden. Und da möchte ich vielleicht abschließend, die Zeit drängt, sagen, dass wir umdenken müssen im Kopf. Wir müssen diese Migrationsbewegung jetzt gerade für die Bildung als Chance begreifen, es zum Forschungsobjekt zu machen, zu einem Wissenschaftsprojekt, wie wir damit eine neue Stufe Bildung 4.5.0 erreichen. Ja, nicht irgendwie, also wir schaffen das, ist noch genauso verklemmt wie wir schaffen es nicht fast. Ja, also es ist beides eigentlich falsch. Es ist eine Herausforderung, die uns auf eine neue Stufe hievt. Das ist meine Überzeugung. Warum gibt die Europäische Union nicht Geld daraus, um anzukurbeln, das passiert übrigens auch, und da muss der Senat darauf einsteigen, dass Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften gemeinsam neue Bildungsprojekte entwickeln, wie gerade jetzt in dieser Situation das Ganze sozusagen in eine tolle, neue, innovative Bildungsstruktur überführt wird. Und ich denke, da haben wir praktisch eigentlich einen Ball zugespielt bekommen mit den geflüchteten Bewegungen im Moment. Vielen Dank. Ja, danke. Franz Josef, mich erfreuten deine Ausführungen natürlich auch besonders deshalb, weil ich in den 80er Jahren mit dazu beitragen konnte, an der TU Berlin die verfasste Studentenschaft wieder einzuführen. Das war ein langer Kampf, aber es hat sich gelohnt. Und wie man sieht, gibt es aber noch andere weitere Fragestellungen, die jetzt von den Piraten mit dir und anderen angegangen werden, was ich eine tolle Fortsetzung erachte. Und jetzt nochmal bezogen auf die Demo vor der türkischen Botschaft. Alle, die hier sitzen, sind dort. Also es war nicht nur Franz Josef, der da alleine kämpft, sondern zumindest die Truppe, die hier vorne sitzt, tut es und andere, die hier unter ihnen sind, ebenfalls. Ein Stichwort hattest du bezogen auf den Hochschulbereich schon erwähnt, die Transparenz, die ja eine der Kernaufmerksamkeiten der Piraten hat, wird unter anderem von Alexander Spies, den Sozialpiraten, wie er sich selber nennt, immer wieder auch erwähnt, die Wichtigkeit. Aber er hat natürlich auch weitere Fragestellungen. Alexander. Ja, also ein weiser Mensch hat mal gesagt, man ist nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. Und
dass die Situation in Europa, die politische Situation ist im Moment so, dass man einfach etwas tun muss. Diese Erkenntnis kam ja spätestens beim Amtsantritt von Frau Merkel, als ich tatsächlich zu der Überzeugung kam, dass unsere traditionellen Volksparteien gerade dabei sind, Europa und damit auch die Demokratie an die Wand zu fahren. Dass ich das in so dramatischer Weise zuspitzen würde, habe ich natürlich nicht geahnt. Damals habe ich mir eine Partei gewünscht, eine internationale Partei, die in der Lage ist, die Fragen des 21. Jahrhunderts wirklich aufzugreifen, und war relativ überrascht, erst sehr skeptisch, aber dann doch überzeugt davon, dass die Piraten diese Partei sind. Insofern gebe ich da mal auch das Thema weiter, die große Zeit kommt erst noch. Warum? Es ist immer so, dass man zwar aktiv sein kann, aber der Durchbruch kommt erst, wenn die Zeit dafür reif ist, wie man so schön sagt. Ja. Und wann diese Zeit reif ist, weiß man natürlich leider nicht. Ja. Also man kann da mit dran arbeiten, aber manchmal kommt das dann ganz überraschend. Und so ein bisschen haben wir das ja schon mit dem Hype 2011 erlebt. Allerdings, ich würde jetzt ein bisschen widersprechen, Rainer, es ist nicht so der kometenhafte Aufstieg und dann Fall, sondern es war erst einmal wirklich so eine Modeerscheinung, ja, und Modeerscheinungen sind aus meiner Sicht sowieso nicht tragfähig. Und das, was wir dann gemacht haben, eben in die Politik gehen, in die Parlamente gehen, ist dann so die Mühsal der Ebene. Und da braucht man eben Durchhaltewillen und Durchhaltevermögen. Und vor allem muss man eben auch davon überzeugt sein, dass die Arbeit etwas bringt. Und das, möchte ich sagen, kann man von der Arbeit der Piratenfraktion im Abgeordnetenhaus sagen. Als kleinste Fraktion haben wir die meisten Anfragen gestellt und sogar erstaunlicherweise einige Anträge, wie zum Beispiel Gesundheitskarte für Geflüchtete, durchgebracht. Und genau das Beispiel zeigt, dass bei den Piraten immer noch die neuen Anforderungen oder Ideen als erste auf den Tisch kommen und dann auch zur Umsetzung kommen, während die anderen Parteien noch etwas verschlafen diskutieren. Und tatsächlich ist es so, dass die Chance der Geflüchteten ja von den anderen Parteien ja nicht ergriffen worden ist. Wenn ich daran denke, welche riesige Chance in dieser Willkommenskultur lag, ja, die Mehrheit der Bevölkerung war bereit zu helfen. Ja. Und wenn jetzt alle Parteien da an einem Strang gezogen hätten und das umgesetzt hätten, was aus der Bevölkerung kam, ja, dann hätten wir heute eine ganz andere Situation in Deutschland und möglicherweise sogar auch in Europa. Ja. Stattdessen, und wie Franz Josef gerade sagte, die Probleme, die dann aufgetaucht sind, auch in Berlin, ja, es sind ja eine Chance, weil das sind ja nicht Probleme, die durch die Geflüchteten gekommen sind, sondern Probleme, die schon lange bestehen und die alle betreffen, auch die, die hier wohnen. Und die Geflüchteten zeigen die nur auf, nochmal ganz deutlich, und fokussieren sie. Und da hätte eine gemeinsame Anstrengung also durch das Abgeordnetenhaus, durch den Senat gehen müssen, hier jetzt wirklich was zu ändern. Und das ist leider nicht passiert. Und so gibt es jetzt viele weitere Bereiche. Ich bin ja auch derjenige, der für das bedingungslose Grundeinkommen eintritt, ja, dessen Zeit ja auch gekommen ist. Am 5. Juni werden wir die Volksabstimmung in der Schweiz haben. Es gibt immer mehr Staaten, wo auch Versuche durchgeführt werden. Wir möchten das ja auch gerne in Berlin machen nach unserem Wahlprogramm. Wir sehen, dass die Zeit der des Einkommenssicherung durch Erwerbsarbeit zu Ende geht. Das kommt auch durch die Digitalisierung. Ja. Da macht sich im Moment kaum ein Politiker die Vorstellung, dass in 20 Jahren wir menschenleere Fabrikhallen haben werden. Ja, dass die Arbeitsplätze, die jetzt noch geschaffen werden können, auch durch Automatisierung mehr oder weniger wegfallen werden.
weil einfach auch künstliche Intelligenz in der Lage ist, Produktionsprozesse zu steuern. Und insofern wir völlig neu über Existenzsicherung, Erwerbsarbeit und gesellschaftliche Teilhabe nachdenken müssen. Und je früher wir damit anfangen, desto besser. Und viele Dinge, diese Diskussion wird vor allem in der Piratenpartei geführt, aber nicht nur natürlich, weil die ist schon alt. Viele Dinge, die wir aufnehmen, sind sehr alt, die werden schon seit Jahrzehnten in der Gesellschaft diskutiert. Nur sie haben die Parteien nicht erreicht. Ja, und das ist das Fatale. Und solange sie die Parteien nicht erreicht haben, kommen sie nicht in die Parlamente und werden nicht Realität. Und wir müssen jetzt Abwehrkämpfe führen. Demokratie ist gefährdet durch völkisch-nationale Bewegungen, die zurück wollen zu einem heimeligen Nationalstaat. Wir wissen, wohin das führt und dass das eben genau nicht in die Zukunft führt, die wir haben wollen. Kann schon weitergegeben werden, allerdings eine kleine Zwischenbemerkung. Ich will jetzt nicht den bekannten Piratenstreit vom Zaune brechen in einer so schönen Veranstaltung. Aber ich muss doch sagen, für mich ist die Piratenpartei inhaltlich gesehen nie eine Modeerscheinung gewesen, sondern sie war von Anfang an hochpolitisch. Und insofern finde ich es schade, dass insbesondere die Menschen, die der Partei beitraten, zum Teil wieder austreten. Und ich kann nicht nachvollziehen, was es eigentlich für Gründe dafür gibt, dass man die Partei verlässt. Weil bei Parteieintritt gab es im Allgemeinen die altbekannte Konstellation, bis auf die AfD, die ist erst später dazugekommen. Und die AfD kann es ja erst recht wohl nicht sein, die Piratenpartei zu verlassen. Also das finde ich schade. Ansonsten die Unterstützung. Die Unterstützung durch den Wähler, diese große Unterstützung 2011, da waren natürlich einige Protestwähler dabei, die den Oberen zu Recht im Grunde genommen mal eins auswischen wollten, einen Denkzettel verpassen wollten, die wir verloren haben, weil wir Fehler gemacht haben. Und ich denke, wenn sozusagen die Stimmung, die jetzt in der Berliner Partei eingetreten ist, weil man weiß, es geht ums Ganze, weiterhin so konstruktiv bleibt, dann sehe ich den Einzug eigentlich nicht gefährdet. Erst recht nicht wird den gefährdet sehen ein ebenfalls Abgeordneter, Philipp Magalski, tritt ein für Kultur, für Umweltschutz, für Digitalisierung. Philipp. Ja, vielen Dank, Rainer. Du hast es ganz richtig gesagt. Politik ist einfach ein sehr, sehr dickes Brett, was es zu bohren gilt. Das heißt für uns, wir können nicht nach 5 Jahren die Klamotten hinschmeißen. Wir haben einen Auftrag bekommen, unser Wahlprogramm umzusetzen. Wir haben das noch nicht geschafft. Wir können das als kleinste Oppositionsfraktion auch nicht innerhalb von 5 Jahren schaffen. All diese Ideen, die wir haben, die wir jetzt auch weiterentwickelt haben, in den letzten Wochen und Monaten durch unser Wahlprogramm umzusetzen, das wird auch nicht in den nächsten 5 Jahren gelingen. Das heißt, wir haben hier eine Aufgabe, die sich über mehrere Jahrzehnte möglicherweise auch erst weiterentwickeln muss. Und diese Chance muss uns einfach auch gegeben werden, dass wir es umsetzen können. Wir müssen den Menschen klar machen, dass es dafür viel Zeit braucht, dass der demokratische Diskurs keiner ist, den man so einfach verlassen kann, nur weil gerade irgendetwas passiert, was einem persönlich vielleicht nicht schmeckt oder wo man an einer oder anderen Stelle nicht zufrieden ist mit innerparteilichen Diskursen, die passieren, oder auch mit Dingen, die in der Stadtgesellschaft passieren. Das heißt, das ist ein dynamischer Prozess, der einfach urlange braucht, der ein Durchhaltevermögen auch braucht. Und ich bin nicht der Piratenpartei beigetreten, weil ich damals dachte, es gibt genug andere Alternativen. Nein, die Piraten waren für mich und sind für mich weiterhin die Alternative in Deutschland. Und das müssen wir weiter nach außen zeigen und dann auch eben unser Programm umsetzen. Und natürlich in erster Linie dafür kämpfen, dass es überhaupt einmal gehört wird und dass es auch
im Parlament ankommt. Und das haben wir auch in den letzten 5 Jahren bewiesen, dass unsere Themen alleine dadurch, dass sie aufgepoppt sind, also nicht dadurch, dass wir sie direkt umsetzen konnten, sondern dass sie überhaupt in den Raum geworfen wurden, aufgenommen wurden. Ja? Den Aufschlag, den wir gemacht haben, den Ball, den wir rübergespielt haben, ja? Mit dem wird gespielt, der wird hin und her gespielt, der geht nicht einfach ins Aus. Ja? Da machen wir zusammen eine Arbeit, die auch eine Überzeugungsarbeit bei den einzelnen Parlamentariern ist. Also da gibt es wirklich fraktionsübergreifend Menschen, mit denen man sich durchaus unterhalten kann, die auch bereit sind, sage ich mal, Dinge nicht einfach abzutun, sondern das ist auch das, was wir von Anfang an gesagt haben, dass wir auch eine fraktionsübergreifende Arbeit machen wollen, die sich sachthemenorientiert und nicht eine Frontalopposition aus allem Grund oder aus dem Grunde einfach jetzt dagegen zu sein. Und mir sind leider die anderen Oppositionsparteien zu oft dagegen Parteien, ganz einfach, die immer nur dagegen stimmen und sagen, ja, wir sind die einzige Alternative. Das ist was, was wir von Anfang an nicht wollten und wo man leider auch zwischendurch sagen muss, dass man, wenn man 5 Jahre in diesem Parlament ist, manchmal auch verfällt in diese Situation, dass man leider dann auch manchmal unbedacht einfach auch dagegen stimmt oder nein, man muss sich manchmal auch verlassen bei Fachfragen auf andere Kolleginnen und Kollegen. Aber gut, wir wollen nicht von der Vergangenheit sprechen, sondern wir wollen von der Zukunft sprechen und wir wollen davon sprechen, dass Berlin Innovation braucht, dass Berlin Menschen braucht, die auch die Bereiche in den Fokus nehmen, die von der großen Politik so oft nicht in den Fokus genommen werden. Und das ist zum Beispiel bei mir in der Kulturpolitik, sind das Bereiche wie die Kinder- und Jugendtheater, das sind Bereiche wie Graffiti und Street Art, das sind Bereiche, wo gerade in der freien Szene auch Dinge passieren, wo Menschen arbeiten für Kunst und Kultur, die sehr wenig Geld verdienen, die prekär arbeiten müssen. Da fehlt es ganz stark an einer Angleichung, zum Beispiel an Tarifbezahlung, wie wir sie sonst im Land Berlin haben. Wir haben einen Kulturetat, einen sehr großen Kulturetat, der sich auch wieder gesteigert hat von 505 Millionen Euro und im nächsten Jahr sind es dann auch nochmal so 523 Millionen Euro. Es geht aber darum, wie verteilen wir dieses Geld? Wie kann es sein, dass ein Drittel dieses Kulturetats quasi einfach nur in die Opern gehen und alles andere hinten runterfällt, sehr viele Sachen runterfallen. Das ist ein ganz großes Problem. Es geht um die Verteilungsgerechtigkeit. Es geht darum, dass wir das, was wir als Kultur begreifen, auch wirklich neu denken müssen, dass es Bereiche gibt, die sehr viel mehr von der Verteilung profitieren müssen. Und das sind Dinge, die wir dann auch auftun, ja, also wo wir dann auch Subkultur mit in den Fokus nehmen, wo wir das dann auch thematisieren und wo dann auch durchaus natürlich jetzt der Staatssekretär und so dann, ach, das ist ja auch ein tolles Thema, zum Beispiel Graffiti und Street Art, ja, da machen wir doch jetzt mal ein Museum oder so direkt, ja. Also wir haben das quasi auch dieses Thema auch als einzige Partei zum ersten Mal überhaupt ins Abgeordnetenhaus gebracht. Also es sind teilweise auch Underdog-Themen, die wir natürlich besetzen müssen. Da bin ich der Meinung, wir sind politische Underdogs, so werden wir gesehen. Und wir müssen uns auch um diejenigen kümmern, die nicht so in der Öffentlichkeit und im Fokus stehen. Und das zieht sich natürlich nicht nur durch die Kulturpolitik, das zieht sich durch die Sozialpolitik. In der Bildung ist das vorhanden. Das ist also eben auch unser politikfeldübergreifender Anspruch. Ja? Und dass wir uns damit beschäftigen, eben denjenigen einfach auch ein Gewicht mehr zu geben. Also es geht auch darum, einen ökologischen Ansatz, den haben wir gerade schon besprochen, das ist der fahrscheinlose ÖPNV, der eben meiner Meinung nach also nicht nur die Beteiligung eben beinhaltet, sondern auch ein Teil eines ökologischen Umbaus ist, den wir in Berlin brauchen. Denn wir brauchen natürlich auch Wohnungen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir die Natur, die Freiflächen, die wir haben, dass die genauso die Lebensqualität uns schenken hier in Berlin und die darf uns nicht verloren gehen. Also es ist so schlimm, dass wir immer mehr nachverdichten in der Innenstadt, dass die Grün
Verbindungen teilweise nicht beachtet werden. Es ist das Problem, dass wir, wenn Flächennutzungsplanänderungen anstehen, dass wir ganz genau schauen, wo schaffen wir es, ein grünes Band zu erhalten oder auch weiter bestehen zu lassen. Wir müssen ganz genau darauf achten, dass wir zusammen also nicht mehr Grün vernichten, als es notwendig ist. So sage ich es jetzt fast schon. Eigentlich muss ich sagen, wir müssen mehr Grün schaffen. Mhm. Wir müssen es natürlich hinbekommen, dass wir eben die Qualität, die wir auf Freiflächen und auch in Grünflächen und Parks und so weiter haben, dass wir die stärken und verbessern. Und das ist für uns also auch dann in den Verhandlungen im Haushalt und so weiter immer wieder dann eine schwierige Sache, da auch dann durchzustechen. Aber ja, da wollen wir auch weiter dranbleiben. Und da wir das halt eben auch noch nicht geschafft haben, also an vielen Ecken und Enden unsere Ziele eben ja, zu verwirklichen, deswegen ist es für mich extrem wichtig, dass wir auch eben als internationale Bewegung zeigen, dass wir innovative Ansätze haben, wie zum Beispiel einen ökologischen Fußabdruck sichtbar zu machen, ja, bei Produkten, die wir erwerben, zu sehen, ja, hierdurch wird so und so viel CO2 freigesetzt, ja, das sind Ideen, wo wir auch einen innovativen Verbraucherschutzansatz haben, ja. Nicht zuletzt möchte ich noch wenigstens ein Wort zum Tierschutz verlieren, weil die Piraten diejenigen sind, die den Tierschutz auch im Abgeordnetenhaus voranbringen. Das ist auch eine Sache, die wir uns ins Grundsatzprogramm geschrieben haben, schon 2011. Damit verbinden uns manche nicht, aber in der Szene ist es mittlerweile so, dass ganz klar ist, dass wenn es um Tierschutz geht, sind die Piraten mit an erster Stelle dabei. Und das ist auch was, was wir weiter voranbringen müssen. Und da sind wir auch bekannt. Und deswegen glaube ich, dass Berlin einfach Piraten braucht. Das Schöne an unserer Matinee ist ja, dass wir dank Mirko Brahmann unsere Diskussionen, unsere Themenerörterung in die Welt hinaus senden können. Und ich denke mal, diese Sendung wird, na klar, ein für alle Mal nun nachweisen, es ist nicht die Internetpartei, sondern es ist eben die Partei für das 21. Jahrhundert. Das ist, denke ich, kein falsches Selbstlob, sondern all das, was hier nur ansatzweise vorgetragen werden konnte, findet man in anderen Parteien nicht. Und leider eben, wie gesagt, durch die AfD ist etwas dazugekommen, was wir nun um Gottes Willen überhaupt nicht brauchen können und nie mehr haben wollen. Wir haben diese Erfahrung gemacht. Was ich interessant fand, diese Geschichte mit der Verdichtung. Ich bin ja nun so alt, dass ich andere Politikphasen schon erlebt habe. Es gab mal einen Bausenator der SPD, Ristock. Der wurde gefeiert für die Entkernung sozusagen der verdichteten Situation, die im 19., 20. Jahrhundert eingetreten war aufgrund des gewaltigen Zuzugs. Und an der Stelle nur so ein Hinweis, möglicherweise müssten die Piraten auch das Zusammengehen von Berlin und Brandenburg auf ihre Tagesordnung setzen, damit genau dieser Punkt auch eine gewisse Realisierungsmöglichkeit erfährt durch Flächenausdehnung. Denn der Zuzug nach Berlin wird zuhalten. Es wird also weitere Zahlen unabhängig von den Flüchtlingen geben, die nach Berlin strömen aufgrund dieser vorhandenen Attraktivität. Es ist ja nicht alles schlecht, was in Berlin da ist. Es ist einfach eine bunte Metropole, die eben Gott sei Dank die Jugend anzieht. Und auch denen muss man natürlich Möglichkeiten eröffnen, in der Stadt zu wohnen und nicht am Rand und so weiter. Aber das wäre so eine Kernarbeit. Ich bin wirklich stolz drauf. Ihr habt euch alle dran gehalten. Wir sind, wenn man unseren Startzeitpunkt sieht, wirklich nach 45 Minuten durch mit der Grundlagenlegung. Und ich glaube, ihr habt gar keine weiteren Fragen. Ne? Wir können jetzt gemeinsam Kaffee trinken. Nein, offenbar ist das nicht der Fall. Bitte. Ja, Martin Hase, mein Name. Es ist ja jetzt viel über Programm gesprochen worden. Das ist natürlich auch wichtig, denn gerade wenn man sehen will, wo liegt die Zukunft der Partei, ist natürlich wichtig, auch
zu bestimmen, wie das programmatisch aussieht. Aber ich denke, jetzt gerade unmittelbar vor der Wahl ist doch die Frage, die sich stellt, was sind jetzt die konkreten Strategien, mit denen man es schafft, weiterhin im Parlament präsent zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht die inhaltlichen Dinge, sondern eben auch die Frage, wie man den Wahlkampf am besten gestaltet, sodass es eben klappt. Außerdem würde mich interessieren, wie die Prognosen so jetzt sind bei den hier Anwesenden. Und dann, weil ja nun auch zweimal die AfD erwähnt worden ist, würde mich interessieren, wie man denn nun als Wahlkämpfer mit der AfD umgehen sollte. Denn das ist ja etwas, was uns allen bevorsteht, die wir uns politisch, man könnte ja fast sagen, egal für welche Partei, aber die wir uns politisch engagieren wollen in der nächsten Zukunft. Ja, Straßenwahlkampf, und seid ihr mutig genug, Prognosen abzugeben? Ihr werdet dafür natürlich hinterher zur Rechenschaft gezogen. Wir machen eine Folgematinee nach der Wahl. Bitte. Wie nennt man das, ein Postmortem dann? ist natürlich ein wichtiger Punkt. Es ist natürlich so, dass wir Piraten ein bestimmtes Menschenbild haben, was uns sozusagen auch verbietet, uns irgendwie vorzunehmen, Wähler in irgendeiner Form zu verarschen. Ich meine, das machen andere ganz gut. CDU redet von einem starken Berlin beispielsweise. Dabei ist es die Partei, die wie keine andere sozusagen der Stadt irgendwie den Zahn gezogen hat und dafür sorgt, dass die Verwaltung röchelnd am Boden liegt. Die SPD redet irgendwie von Miteinander, meint damit wahrscheinlich irgendwie die Baulöwen, mit denen sie da gemeinsam in Wahlkampf bestreiten. Also wir wollen niemanden verarschen. Wir machen ein Angebot. Wir haben es jetzt hier vorgestellt in Auszügen. Es gibt noch viel mehr. Wir sind auch jetzt den ganzen Sommer über noch bei entsprechenden Veranstaltungen, jetzt gleich beim Umweltfestival und auf dem CSD und auf der Mary Jane jetzt am Wochenende. Wir sind an ganz vielen Stellen und stellen uns davor. Wir machen ein Angebot. Leute können sich dann selber entscheiden, dieses Angebot anzunehmen, aber wir versuchen sie nicht irgendwie dazu zu zwingen oder irgendwie zu manipulieren. Das wird einfach nicht unserem Menschenbild entsprechen. Und wie das mit den Prognosen ist, bei der Wahl 2011, weiß ich noch, saß ich 2 Wochen vor der Wahl in einem Interview, als plötzlich irgendwie jemand meinte, ey, die haben euch bei 4,5%. Ich so, ja, 4,5% für die Piraten, ne, ist klar. War dann aber tatsächlich so, und das war dann sozusagen der Startschuss, dass dann plötzlich irgendwie die ganzen Leute, die immer der Meinung sind, sie wollen ja keine Partei wählen, die in der Prognose unter 5% liegt, weil dann ist ja ihre Stimme verschwendet. Das ist ein unheimliches Potenzial, weil sobald man erstmal irgendwie über diese magische Grenze von 5% in den Prognosen kommt, verdoppelt sich der Wert quasi sofort, weil dann irgendwie so diese Sorge, ich sag mal, die Westerwelle-Sorge, um vielleicht nochmal kurz auf eine Aussage dieses Politikers von 2010 anzuspielen, dass die Stimme für die Piraten eine Stimme für den Gulli ist. In dem Moment, wo wir in den Prognosen über 5% liegen, ist das augenscheinlich nicht mehr der Fall. Also das ist unser Ziel. Wenn wir es über die 5% schaffen, dann sind wir gut. Dann kriegen wir auch plötzlich wieder mehr Stimmen. Denke ich mal. Den Ball würde ich noch mal ganz gerne aufgreifen, weil ich habe es vorhin schon gesagt, nirgends kann die Stimme gerade so sehr bewegen wie bei den Piraten. Also ob man bei der SPD mit seiner Stimme oder bei den Grünen es tatsächlich schafft, mit der eigenen Stimme einen Sitz mehr oder weniger zu ergattern, ist politisch irrelevant. Aber ob eine Partei ins Abgeordnetenhaus einzieht, die da wirkt, nachhaltig wirkt, das ist wirklich relevant. Und für mich ist das die einzige Opposition und Option, um seine Stimme richtig effektiv einzusetzen. Vielleicht darf ich auch die Fragen von Martin Hase beantworten kurz, weil ich fand die also schon sehr interessant. Ich denke, der Wahlkampf muss vor allem aus Diskussionen mit den Menschen bestehen. Es bringt nichts, ein paar tolle Plakate irgendwo hinzukleben. Es bringt auch nichts, wenn ein Wahlprogramm zum Download bereitsteht, sondern
Das Wichtigste ist in meinen Augen, dass wir mit den Menschen reden, so eigentlich so wie hier. Es wäre wunderbar, wenn die Menschen, die sich ja beteiligen sollen bei uns und es hoffentlich auch noch mehr tun als bisher, einfach vorbeikommen, mit uns sprechen, aber wir werden natürlich auch rausgehen und alles, was auf der Straße stattfindet, was an Podiumsdiskussionen stattfindet und was eben sich dann mit der aktuellen Argumentation anständig auseinandersetzen kann, das bringt in meinen Augen was und das ist meine präferierte Strategie für diesen Wahlkampf. Und das wird man ja noch zwei Fragen, wenn ich jetzt mal sage, naja gut, die Piraten sind von 2-3% innerhalb von einem Monat, dann könnte man extrapolieren, dann stehen es also bei mindestens 6% zur Wahl. Das kann sein, das kann auch sein, dass wir höher sind, aber wie dem auch sei, es ist auch die AfD ist ja auch angesprochen worden, der Umgang mit der AfD, und da würde ich gerne was zu sagen. Die Menschen, die derzeit gucken, wie sie ihre Desillusionierung, die zu Recht besteht, beseitigen, stürzen sich da auf ein Phänomen, das ihren Zustand verschlimmert, deutlich schlimmer machen wird. Wer diese Partei wählt, wählt sich selber ab. Das sollten sich die Menschen klar machen und angucken. Man wird in dem Zusammenhang beschnitten in der Teilhabe. Gerade Geringverdienende werden weiterhin stärker, sage ich mal jetzt vielleicht nicht mal direkt belastet, aber die Gutverdienten werden entlastet, bekommen mehr Rechte. Das System fördert die Intransparenz. Es soll weiterhin mehr verschleiert werden. Das heißt, der Filz, gegen den sich die Menschen also auflehnen wollen, der wird da propagiert. Der wird da zum Programm gemacht. Und die Piraten sind das Gegenteil. Die würden was besser machen. Von hier aus jetzt zunächst nochmal auf Martin Hase eingehend. Erstmal, ja. Damit wir dann auch weitere Fragen aus dem Plenum bekommen. Zum Wahlkampf, also Epley, du hast recht, wir müssen Straßenwahlkampf machen, wir müssen mit den Leuten reden. Allerdings müssen wir uns auch bewusst sein, dass wir auf diesem Wege maximal 2% der Wählerinnen und Wähler erreichen können. Das ist nun mal leider so. Die Wahl wird eben in den letzten 3-4 Wochen auch durch Stimmungen und Gefühle entschieden. Insofern müssen wir uns auch darüber Gedanken machen, wie wir die Stimmung für die Piraten in Berlin verbessern können. Und da bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung, wenn man so sagen kann. Also ich glaube, es besteht auch wieder diese Zeit, diese Gelegenheit, weil eben so eine Partei wie die Piraten fehlt und gebraucht wird. Wie gesagt, das ist nicht nur, dass vielleicht einige Leute erkennen werden, dass sie mit der AfD überhaupt nichts bewirken, vielleicht im Gegenteil die Strukturen festigen, die wir gerade haben, und dann vielleicht auf die Idee kommen, dass die Piraten doch diejenigen sind, die hier mehr bewirken können, was eben den Filz angeht. Ich meine, wir sind jetzt nicht die Antiparteienpartei, ja, in dem Sinne, das wird manchmal missverstanden, aber wir sind gewillt, nicht bei dem Parteienspiel mitzumachen. Nicht? Die Parteien haben sich den Staat zur Beute gemacht und als wir ins Parlament eingezogen sind, haben wir genügend Situationen erlebt, wo uns ein Stück der Beute angeboten werden sollte. Ja, das haben wir abgelehnt. Ja, das heißt, wir sind konsequent dafür, dass der Staat niemandem gehört und dieses Gefühl sollten wir eben vermitteln. Dazu gehören dann auch Plakate und auch die Werbespots. Zu den Prognosen nur kurz. Bin ja in der Fraktionsvorsitzendenrunde, die jetzt alle 4 Wochen die Infratest-IMA-Prognosen kommentieren muss. Diese Kommentare sind auch nachzusehen in heute im Parlament, ja, vom RBB. Es ist ganz merkwürdig, weil Infratest-IMA misst jetzt seit 3 Umfragen die Piraten nicht mehr, während bei Forsa die Piraten auch wieder auf 3% gekommen sind. Infratest-IMA misst die AfD bei 15% in Berlin, also das ist Bundesdurchschnitt, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Forsa bei 7. Also auch die Umfragen selber sind noch sehr unterschiedlich, sodass man nicht so stark danach gehen muss. Natürlich ist das, was Simon gesagt hat, recht, aber wir müssen auch klar machen, dass es bei dieser Wahl gar nicht darauf ankommt, wer siegt, weil es wird keinen Sieger geben, es wird eine Dreierkoalition geben, ja. Sondern es kommt darauf an, wer dann im Parlament die Opposition stellt. Alexander, eine Bemerkung nochmal zu der Frage. Bitte. Okay. Bemerkung zu der Frage von Martin Hase. Wie sieht denn nun
neben den Inhalten der praktische Wahlkampf aus und da gab es das Thema Plakate und du sagst, wir müssen uns konzentrieren auf die Endphase, weil da die Stimmungen entstehen. Wenn man das so sieht, muss man natürlich sehen, da wir im Moment nicht relevant sind, sind wir für die Presse kein Thema, nur insoweit ein Thema, dass sie uns weiter gerne runterschreiben möchte, was sie ja auch tut leider. Deshalb möchte ich nochmal appellieren, neben der guten inhaltlichen Vorbereitung, neben den Einzelgesprächen, sich Aktionen vorzustellen, die die Bilder erzeugen, wohin die Piraten wollen. Weil mit Bildern erreichen wir das Schaffen von Emotionen. Und da muss man, glaube ich, noch sehr, sehr genau darüber nachdenken, wie sieht ein kreativer Wahlkampf der Piraten 2016 aus. Weil der Piratenwahlkampf 2011 hat sehr stark gepunktet mit ungewöhnlichen Parteiplakaten. Das ist nicht zu unterschätzen. Als die Plakate kamen, ging der Wahlkampf für die Piraten erst richtig los. Es gab wirklich einen potenziellen Aufstieg und insofern, es kann jetzt nicht die Wiederholung von Plakaten sein, die sich anlehnen an 2011. Es muss was weiteres sein. Nur eine Aufforderung nach innen. Bitte, Jörg. Ja, hallo. Darf ich bitte vorstellen? Bitte? Vorstellen. Ja, ach so. Hallo. mein Name ist Jörg Preisendorfer. Ich war eine Zeit lang Mitglied der Piratenpartei, bin es seit etwas mehr als einem Jahr nicht mehr. Daran ist keiner derjenigen schuld, die hier sitzen. Ganz im Gegenteil. hier ist irgendwo das Stichwort Zusammengehen von Berlin und Brandenburg gefallen. Ich glaube, das warst du, Rainer, der das angesprochen hat. Also ja, das ist dringend nötig. Effektiv ist es so, dass Berlin und Brandenburg inzwischen so viele Verwaltungsvereinbarungen und Staatsverträge miteinander haben, dass wir es eigentlich de facto schon zu einem großen Teil mit einem einzigen Bundesland zu tun haben. Wir Brandenburger machen ja auch die Landwirtschaftspolitik für Berlin. Bitte nehmt sie uns teilweise wieder weg, lieber Simon. Ja, genau. So, jetzt ist es aber so, ihr wisst, ich will euch nichts Böses, aber ich bin römisch-katholisch sozialisiert und deshalb frage ich hin und wieder nach dem Balken im eigenen Auge. Das würde ich jetzt auch gerne hier tun. Simon hat das dankenswerterweise sozusagen den Postgender-Ansatz in der Politik vertreten, was ich sehr sympathisch finde auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat dieser Ansatz innerhalb der Piratenpartei zu sehr heftigen und sehr hässlichen Auseinandersetzungen geführt, die deutlich weit unterhalb der Gürtellinie geführt worden sind. Im Effekt haben wir die Situation, dass die Piratenpartei zu denjenigen Parteien gehört, die die Wahllisten mit dem geringsten Frauenanteil aufstellen. An der Spitze liegen die Grünen allgemein noch vor der Linkspartei und vor der SPD. Selbst die CDU hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, inzwischen eine Drittelquote für die Listen. Ich weiß, das ist formal parteienrechtlich und wahlrechtlich sehr schwer einzufädeln mit den Quoten. Da gibt es viele Fallstricke. Aber wir müssen, denke ich, einfach auch mal zur Kenntnis nehmen, dass der Verzicht auf eine Gender-Zuordnung, der an sich wünschenswert ist, führt in der Piratenpartei dazu, dass wir sehr viel Manspreading auf den Listen haben. Dazu hätte ich gerne eine Antwort, wie es damit weitergeht. Beim Thema Online-Abstimmungen an Schulen, das finde ich sehr interessant. Das ist ja in gewisser Weise, man könnte sagen, eine Online-Variante der Reformpädagogik. Also die Reformpädagogik hat ja schon seit Jahrzehnten diesen Ansatz eben durch Mitbestimmung von Schülern die einzubinden. Es gibt Leute, die vor allen Dingen auch nach der Erfahrung mit dem Missbrauch an der Odenwaldschule der Meinung sind, dass das eine Verantwortungsabwälzung auch auf die Schülerinnen und Schüler ist, die große Gefahren auch mit sich bringt. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, das ist mir erstmal im Grundsatz ein sympathisches Konzept. Ich sehe aber aus der praktischen Erfahrung mit Online-Abstimmungssystemen das Problem, dass die Nachvollziehbarkeit des Abstimmungsergebnisses nicht sichergestellt werden kann, weil für die Schülerinnen und Schüler, die minderjährig sind, erhöhte Datenschutzanforderungen gelten. Da hätte ich vielleicht auch noch gerne eine Antwort drauf. Und jetzt suche ich mir hier noch was Drittes aus meiner Liste aus, bevor ich den Stuhl wieder verlasse. Abschließend. Ja.
da würde ich gerne ein Stichwort aufgreifen, das Alexander jetzt hier genannt hat, und zwar damit einverstanden sein, dass man eine politische Partei ist. Ich glaube, da hat die Piratenpartei noch großes Entwicklungspotenzial. Ich habe heute, also jedenfalls an diesem Wochenende, habe ich einen Pressemitteilungsentwurf von Patrick Breyer gelesen, in dem mal wieder auf der, ich zitiere, die Politik herumgehackt wird. Man könnte meinen, Patrick Breyer sitzt gar nicht seit Jahren in einem Landesparlament, was aber tatsächlich der Fall ist. Wie weit ist denn der Prozess gediehen bei der Piratenpartei, dass man darauf klarkommt, eine politische Partei zu sein und dass man auch die Dinge tun muss, die politische Parteien tun, und dass man auch die Regeln einhalten muss, die für politische Parteien gelten? Vielen Dank. So, wer möchte? Ja, ich fange vielleicht mal an, weil Jörg ja mich zuerst angesprochen hatte. Wir haben natürlich am Anfang, als wir sozusagen unser geschlechterpolitisches Programm entwickelt haben, da erbitterte Auseinandersetzung drüber geführt, einfach weil es so progressiv ist, wie gesagt, deutlich progressiver als jedes andere Programm, was irgendeine andere Partei, die so, sich sozusagen da mit uns mitbewirbt, hat. Natürlich war das für manche Leute vielleicht ein bisschen zu progressiv. Vielleicht haben wir es auch an manchen Stellen versäumt, sozusagen manchen Leuten, die aufgrund ihrer Erziehung oder so einfach ein festgefügtes Geschlechterbild im Kopf haben, einfach mitzunehmen und zu sagen, ja, eine Gesellschaft, die sozusagen geschlechtsneutral ist, die allen Menschen völlig unabhängig von irgendwelchen Rollenbildern die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten einräumt, die werden wir alleine nicht innerhalb von 2 Jahren umsetzen. Das ist ein unheimlich langer Prozess, aber wir als Piraten formulieren ja immer das Ziel und nicht den nächsten halben Schritt, wie das viele andere machen. Aber dieser Streit ist meiner Meinung nach komplett beigelegt. Wir haben jetzt über das Wahlprogramm abgestimmt mit diesen Forderungen, die ich vorhin vorgestellt habe. Und ich war selber überrascht, tatsächlich, dass es auf unserem Parteitag gegen diese extrem weitgehenden Forderungen tatsächlich überhaupt gar kein Gegenargument, keine Gegenrede gab. Also wir hatten diesen Streit, ja. Er hat vielleicht auch dazu geführt, dass ein paar Leute einfach gegangen sind und gesagt haben, das geht mir zu schnell, das ist mir zu viel, okay. Aber ich meine, dieser Streit ist inzwischen komplett beigelegt. Und was du zu den Listen gesagt hast, wir haben uns in der Liste tatsächlich irgendwie deutlich verbessert. Wir haben auf dieser Liste noch keine 50%-Quote. So. Wir haben aber deutlich mehr als eine 6,7%-Quote wie 2011. Und wir hatten ja auch schon Listen, beispielsweise unsere Bundestagsliste zur Bundestagswahl. Da waren die 4 ersten Plätze komplett von Frauen besetzt. Auch das passiert bei Piraten. Und es kann auch passieren, weil wir eben keine festgefahrene Quote haben, die sagt, jeder ungerade Listenplatz muss an eine Frau gehen. Was ist eine Frau? Das müsste man dann ja auch erstmal irgendwie definieren. Manche Leute stellen sich diese Frage gar nicht, dann führt es aber auch schon wieder zu Ungleichheiten, zu Ungerechtigkeiten. Also wir machen die Listen offen. Wir versuchen natürlich immer, gerade Frauen zu motivieren, überhaupt zu kandidieren, und wählen sie dann eben auch auf gute, hohe Plätze. Aber auch da, es ist natürlich was wir glauben, nicht erzwingen zu können. Wir können dran arbeiten, uns da permanent zu verbessern. Ich denke, das tun wir. Und haben natürlich das große Ziel, was du selber ja auch gesagt hast, einfach vor Augen. Versuchen, in die Richtung zu gehen. Vielleicht machen wir auch mal einen halben Schritt zurück, aber dann noch wieder 2 nach vorne. Ja, ich war... versuche, Jörg Frage mal von hinten zu beantworten. Also ja, Piratenpartei, Partei. Ich hatte es erwähnt, das war mir von vornherein klar, dass viele das so als eine Mischung zwischen Partei und Bewegung sehen. Ich glaube, wir sollten keine Partei wie die anderen werden, aber uns als der Rolle als Partei im parlamentarischen System bewusst werden. Und dieses Bewusstwerden ist an sich weit fortgeschritten, weil also auch bedauerlicherweise viele, die ausgetreten sind, auch diejenigen waren, die eben erkannt haben, sie möchten in keiner Partei arbeiten. Weil in einer Partei zu arbeiten ist etwas anderes als in einer sozialen Bewegung oder also einer NGO zu arbeiten. Und das kann durchaus
sehr viel erfolgversprechender sein. In der punktuell. Partei, ja. Punktuell. punktuell. In der Partei hast du andere Probleme und ich habe das ja immer gesagt, sobald du eine Partei gründest, hast du die Probleme einer Partei. Und damit musst du dann umgehen. Und dazu gehören dann auch diese Fragen Programm, Wirklichkeit, Quote. Also ich persönlich bin jetzt kein Befürworter einer Quote, aber ich sperre mich auch nicht dagegen. Also wenn es eine Mehrheit gibt, eine Quote einzuführen bei den Piraten, okay. Problem ist nur, die Quote hat bislang viele Probleme nicht gelöst. Ja? Wichtig ist ja, dass sich die Gesellschaft ändert, dass sich das Frauenbild ändert, dass mehr Frauen in die Politik kommen. Und ich meine, ich kann jetzt nicht mit Gewalt auf die Straße gehen und jetzt Frauen für die Liste shanghaien, ja. So nach dem Motto, du bist jetzt so frei, du musst da jetzt drauf. Ja? Und das Schöne, das hat ja Simon gesagt, das Schöne bei den Piraten ist, und das habe ich oft erlebt, sobald Frauen kandidieren, werden sie auch gewählt. Ja? Auch von den Männern gewählt. Also weil in anderen Parteien ist es eher so, dass die Männer sich noch so sperren und sagen, was soll denn jetzt die Frau da? Ja? Das gibt es bei den Piraten nicht. Ja? Also insofern ist das, was ich bei den Piraten erlebt habe, schon sehr egalitär. Ja. Bettina war auch angesprochen. Ja. Also ich sage erstmal auch gleich kurz was zu diesen Gender-Geschichten. Ja, es wird sich bei uns rumgestritten. Es gibt auch Leute, wo man die Augen verdreht, was die so reden oder twittern oder wie auch immer. Aber es gibt auch eine Diskussion, die meiner Meinung nach immer noch sehr im Fluss ist und eigentlich eher positiv sich entwickelt im Moment. Also es gibt BVV-Listen, auf denen die ersten 4 Frauen sind. Es gibt auch welche, da sind halt die ersten 2, 3 Männer und dann kommt die erste Frau, je nachdem. Das ist halt alles sehr unterschiedlich. Im Moment finde ich es immer noch, also wenn wir eine Quote hätten, eine 50%-Quote bei, sagen wir mal, 20-30% Mitglieder an Frauen und nicht so vielen Frauen, die bisher in der Politik eben diese Erfahrung schon gemacht haben, wäre es schon auch ein bisschen schwierig. Also das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir möglichst viele Frauen ranholen, damit wir beim nächsten Mal dann zum Beispiel wirklich sagen, okay, also jetzt sind wir soweit, also jetzt kann sich aber auch keiner mehr rausreden, ja. Jetzt gab es genug Möglichkeiten für alle, sich in irgendeiner Form entsprechend zu professionalisieren. Und da werden wir auch dann eine gute Auswahl haben. Und eigentlich finde ich diese Liste auch schon also gar nicht so. Also sie ist jetzt nicht daneben. Die nächste Frau, also die Platz 7, 8, also wären jetzt auch schon wieder Frauen gewesen. Also das ist jetzt Zufall, dass wir hier in dieser Besetzung sitzen. Unser Wahlprogramm ist auch gegendert, da hat sich auch keiner mehr beschwert, als wir das irgendwie abgestimmt haben. Also da habe ich auch gedacht, naja, mal gucken, ob da sich jemand beschwert. Na gut, die anderen Sachen, wozu ich was sagen wollte, das eine ist dieses Online-Tool. Also im Grunde, wie man es genau umsetzt, muss man dann gucken. Ich denke, wir werden keine SMV machen können, die wirklich eine verbindliche Abstimmung hat. Es ist immer noch so, die Schulkonferenz ist letztendlich das Gremium, was den Hut auf hat. Das heißt, es würde ein Meinungsbildungstool sein, so ähnlich wie das bei uns das Liquid war. Und die Sachen müssen dann alle nochmal hoffentlich abgenickt werden von der nächsthöheren Instanz. Ich glaube, dass es schon möglich ist, das so zu machen, dass man da jetzt kein Problem hat mit Datenschutz. Man kann ja auch mit anonymen Namen, Nicknames oder wie auch immer so das so machen, dass die Schüler selber keine Angst haben müssen, dass ihnen da jetzt irgendwas Schlimmes passiert oder so. Es geht uns vor allen Dingen darum, also eben auch an diesen größeren Schulen und nicht an den Schulen, die eben jeden Tag einen Morgenkreis haben und einmal in der Woche einen Klassenrat oder sowas, die vielleicht etwas mehr sich beteiligen können, einfach zu gucken, dass es eine Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen. Und wenn diese Kids den halben Tag auf Facebook oder sonst wo unterwegs sind, ist das vielleicht auch eine Variante, wie man sie dazu kriegt. Nämlich, dass sie im Internet mal gucken, oh, da hat wieder jemand das und das eingestellt und finde ich nicht gute Idee, da schreibe ich jetzt einfach mal einen Kommentar zu. Denke ich, könnte man so und so machen und dann wird da vielleicht was draus. So, noch eine Kandidatenäußerung und dann der Stuhl ist besetzt.
Noch ganz kurz zum Begreifen als Partei. Natürlich haben viele, die zu uns gekommen sind, dann den Unterschied feststellen müssen zwischen einer NGO und einer Partei. Aber ich glaube, dass es bei uns tatsächlich nicht so stringent war, wie es bei anderen Parteien ist. Es ist auch jetzt immer noch nicht so. Unsere Hierarchien sind immer noch so flach oder so ähnlich flach, wie sie noch vor 5 Jahren auch waren. Ich sage, die Piratenpartei ist für Menschen, die sich eigentlich sonst eher in sozialen Bewegungen engagieren, immer noch die attraktivste Partei. Wo bleibt der Beifall? Seid ihr eingeschlafen? Es gibt hier Kaffee oder Mate, das kann mobilisieren. Bitte, Harry Henze. Ich stelle mich mal vor, ich bin der Harry Henze, der Ideenwanderer. Der Landesvorstand Berlin oder der Landesverband Berlin hat mich beauftragt, genau diese Bilder zu schaffen, die der Alexander gefordert hat, mit Großveranstaltungen und auch der Rainer. Und da sind wir mit einer guten Truppe gerade richtig am Plan. Ich komme mal eigentlich zu dem, weswegen wir hier sind. Noch ein kleiner Beisatz zu unserem Abgeordneten in Schleswig-Holstein, dem Patrick Bayer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es toll, dass wir Leute in Parlamenten sitzen haben, die einfach mal mit dem Terrorstofftier auf den Minister zugehen, der für irgendwelchen Fuba verantwortlich ist. Und deswegen, ich fühle mich wohl und ich fühle mich auch wohl, mit Patrick Bayer in der Piratenpartei zu sein. Meine Frage. Wir haben auf dem Wahlprogrammparteitag haben wir uns mit dem BER beschäftigt. Ich war 2013, Ende 2013 auf einer Sitzung von Baudezernenten des Landes Berlin und der Bezirke. Und dort wurde mir gesagt, die Stadt wächst Richtung Süden. Das ist eindeutig nachgewiesen. Die Frage ist, wir haben jetzt in unserem Programm drinstehen, dass wir, ich hoffe, das ist richtig, dass wir dem BER eigentlich das Geld entziehen möchten, dass Berlin aus der Forderung aussteigt. Es gab im Brandenburger Wahlkampf eine, ich sage mal, noch weitreichendere Forderung, nämlich der Baustopp sofort. Ich habe dort in diversen Pressekonferenzen ganz merkwürdige Antworten von manchmal auch Piraten erlebt oder auch Nachfragen der Presse, was dahin soll. Also das war von einer Kosmetikfarm bis was weiß ich wohin. Wenn Berlin und Brandenburg zusammenwachsen sollen, dann braucht Berlin auch eine Antwort auf diese Forderung. Und ich würde gerne von euch wissen, erstens mal, wir haben ja diesen Ausschuss, werden wir ja auch noch bis Ende der Legislaturperiode haben. Und ich glaube, die Arbeit, die in dem Ausschuss geleistet wurde, wir waren ja die Ausschussvorsitzenden, ist eine Sache, die ganz wichtig war, auch in der Außendarstellung der Piraten. Können wir diesen Weg dort mit dieser Forderung weitergehen? Gut. Klare Fragen? Alexander? Oder? Ich will nicht zuteilen. Vielleicht nur kurz. Also, wer sonst noch will. Also zu dem, also BER-Untersuchungsausschuss hat allerdings die Aufgabe, das Desaster, soll ich sagen, parlamentarisch aufzuklären. Und wie man weiß, parlamentarische Aufklärung ist immer sehr, sage ich mal, auch parteipolitisch bestimmt. Das heißt, es wird demnächst einen offiziellen Abschlussbericht geben, dem dann die Koalitionsfraktionen zustimmen können, wo eben mehr oder weniger alles ein bisschen weichgespült werden wird, ja, und auch wahrscheinlich so die klaren Verantwortungszuweisungen fehlen. Und dann bereiten wir also natürlich noch einen Abschlussbericht der Oppositionsfraktion vor, der dann etwas anders aussehen wird. Nicht aber zu einem einheitlich abgestimmten Abschlussbericht vom Parlament wird man nicht kommen. Und jetzt in dieser Legislatur, naja, geht nicht mehr so lange, also am 1. Juli ist also Schicht, also da werden auch die letzten Ausschüsse getagt haben. Das Einzige ist, dass wir eben in der Woche vor dem 18. September also nochmal eine Plenarsitzung haben werden, auf der möglicherweise aber auch gar nicht mehr so viel passiert. Also mehr der letzte
Ausschusswahlkampf noch von den Fraktionen gegeben wird. Die Frage, also zu ist generell, was Brandenburg angeht, ich bin ein großer Anhänger des Landes Berlin-Brandenburg. Allerdings, wir hatten da auch mehrere Runden zwischen den Fraktionsvorsitzenden aus dem Brandenburger Landtag und dem Abgeordnetenhaus. Die Mehrheit, kann ich sagen, ist prinzipiell dafür, der Fraktionen im Moment. Allerdings, alle rechnen damit, dass das lange nichts werden wird, weil man bräuchte eine neue Volksabstimmung und in der jetzigen Situation, viele Brandenburger sind dagegen. Das macht uns natürlich sehr viele Probleme, nicht nur in der Landwirtschaftspolitik, vielleicht sollte Simon da noch was sagen, sondern in vielen anderen Bereichen, weil diese Doppelstrukturen, speziell jetzt der Landesentwicklungsplan, wo wir jetzt in Berlin eben dem ganzen Weiterführung des Braunkohletagebaus zustimmen müssen quasi, weil Brandenburg das verlangt, das geht eigentlich gar nicht. Hier müsste es eigentlich eine Volksabstimmung von Berlin und Brandenburg geben können, aber die ist im Moment in den Sternen. Phil? Also dieser Untersuchungsausschuss wird also mit Ende der Legislaturperiode auch beendet sein, was natürlich nicht heißt, dass das Problem dann beendet ist. Es geht natürlich in der nächsten Legislaturperiode weiter und es ist also nicht der Ausschuss geht weiter. Wir werden weiterhin Probleme am BER haben, wir werden auch andere Probleme haben. Das heißt, es wird natürlich auch wieder Untersuchungsausschüsse geben, vielleicht auch zum BER mit einem anderen Thema irgendwie. Und da muss sich dann natürlich auch wieder positioniert werden. Und ob wir da wieder eine führende Position haben, was heißt Vorsitz, das liegt halt so ein bisschen an der Ausschussverteilung. Und das lässt sich jetzt noch nicht sagen. Aber dennoch wird es auf jeden Fall wieder auch Möglichkeiten geben, in verschiedenen Ausschüssen, auch Untersuchungsausschüssen, sich einzuarbeiten. Wolltest du noch? Ja, na ganz kurz nochmal zu Berlin und Brandenburg. Also es entsteht leider, trotz aller Verwaltungsharmonisierung und Zusammenarbeit, es entsteht leider tatsächlich der Eindruck, dass Berlin und Brandenburg immer weiter auseinanderdriften. Berlin verdichtet. Brandenburg wird immer leerer. In Berlin versuchen wir, den öffentlichen Personennahverkehr deutlich zu verbessern. Wir Piraten natürlich, aber andere auch. In Brandenburg wird er de facto mehr und mehr abgeschafft. Also in Dörfern, wo früher jede Stunde ein Zug fuhr, kann man heute froh sein, wenn mal jeden Tag außer sonntags viermal ein Bus kommt. Also leider fällt das immer weiter auseinander. Und deswegen sage ich auch, das Land Brandenburg ist so strukturell unterschiedlich, dass wir ihm nicht unsere Landwirtschaft überantworten können. So, weil die denken da ganz anders. Sie denken da mit riesigen Konzernen, die über hunderte von Hektar riesige Monokulturen aufbauen. Das hat mit der Landwirtschaft, die in Berlin langsam entsteht, mit Dachgärten, mit Urban Gardening, einfach überhaupt nichts zu tun. Deswegen ist diese Verantwortung da völlig falsch aufgehoben. Und ich meine auch, wenn wir die Probleme von Berlin lösen wollen, dass diese Stadt einfach irgendwie immer dichter wird, immer lebensfeindlicher wird, dann geht das nur dadurch, dass wir sozusagen Brandenburg ertüchtigen, dass wir es irgendwie schaffen, Anreize zu schaffen, auch in Brandenburg zu wohnen. Momentan wird aber Brandenburg ja immer menschenleerer und bei uns stauen sich die Leute und das ist halt ein großes Problem. Bitte? Okay, ich bin Sebastian, bin aus Spandau und Neupirat und da bin ich auch gleich im Thema drin sozusagen. Also ich mache Politik so ein bisschen als Selbstversuch. Ich komme von den Linken, komme von Solid, bin jetzt neu bei den Piraten seit einem Jahr und ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass die Piraten im Prinzip die besten Ansätze haben, deswegen ist es auch genau mein Thema. Und erstmal vorweg sollte ich sagen, wir sollten uns auch selbst im Falle eines nicht guten Ergebnisses bei der Wahl im September nicht abbringen lassen von unseren Idealen und trotzdem weitermachen, weil eben, wie schon gesagt, ist Politik ein längerer Prozess ist, der auch ein Prozess der Erkenntnis ist. Zum Beispiel habe ich als Brandenburger auch, der ich früher war, war ich vehement gegen eine Verschmelzung der beiden Länder. Jetzt mittlerweile habe ich eingesehen, dass es durchaus sinnvoll ist, eben gerade aus den Problemen, die der Simon gerade angesprochen hat. Ja, ich habe eigentlich mehr Antworten als Fragen in diesem Moment. Das ist auch voll mein Thema, bin ich voll dabei. Muss mich jetzt zusammenreißen, dass ich das alles irgendwie zusammenkriege. Das hat auch, also das, wie sagt man, angenommene Scheitern, ja,
Utopie gescheitert, ja oder nein? Hat auch viel mit den Medien und mit der, unserer Gesellschaft und auch mit dem, ein bisschen mit dem Deutschsein, so ein bisschen, dass man immer alles ganz genau wissen will, zu tun. Die Medien ignorieren uns so ein bisschen. Da sehe ich im Moment gute Ansätze mit diesen Aktionen, wie zum Beispiel der Flashmob zur A100 oder die Demos, die wir da vor der türkischen Botschaft machen. Wir müssen sie einfach dazu zwingen, über uns zu berichten, weil die Medienlandschaft irgendwie so... Aber mit demokratischen Mitteln, ja? Ja, natürlich. nicht um jeden Preis, nee, aber die Medienlandschaft ist sensationslüstern. Ja? Es geht immer um Skandale, um Hypes und das ist auch so ein bisschen ein Problem unserer Gesellschaft momentan. Ich finde, die Piratenpartei ist eine Mitmachpartei. Ich habe es selbst erlebt, bin kurz dabei und ich habe keinerlei Schwierigkeiten gehabt, auch wie auf diesen Veranstaltungen, die ich hier sehr gut finde, meine Meinung kundzutun und für meine politischen Ideale zu kämpfen. Da sehe ich überhaupt gar kein Problem bei den Piraten. Da habe ich bei den Linken viel mehr störrische und hierarchische und auch zum Teil viel patriarchalische Strukturen erlebt. Ich denke auch, dass wir uns dann in Zukunft mehr auf diese europäische Demokratiebewegung mehr zubewegen müssen. Da gibt es Bewegungen in Spanien mit Podemos und in Griechenland von Varoufakis und so weiter. Ich würde mich dann doch nochmal sehr interessieren dafür, was ihr dazu sagt. Ja, auch zu dem Thema Geschlechter hin oder her, jetzt zu viele Männer auf der Liste oder nicht. Also ich habe das bei den Piraten nicht erlebt, dass es irgendeine Art und Weise patriarchalisch war. Es gibt natürlich Leute, die so denken und auch so handeln, aber im Wesentlichen entwickelt sich es nach vorne und ich glaube, den Punkt kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja, so. Die Frage ist, seht ihr das ähnlich und was gibt es vielleicht noch für andere Ideen, wie wir sozusagen im Berliner Wahlkampf oder darüber hinaus punkten können? Was seht ihr da als Möglichkeiten? Ja, vielleicht darf ich das nochmal ganz kurz von dir zuspitzen für die anderen. Wenn du willst, kannst du den Platz freimachen, da gibt es noch eine Wortmeldung. Ja. Also, wenn wir die Dinge, die wir bewirkt haben, nochmal richtig fokussieren, dann kann man sagen, das Thema Umgang mit dem digitalen Wandel, mit der digitalen Transformation ist ja bei den anderen irgendwie angekommen. Erster Punkt. Irgendwie. Nicht ausreichend. Wenn wir jetzt sehen, dass Varoufakis mit seiner Bewegung, die er gerade versucht aufzubauen, eigentlich die Grundprinzipien der Piratenpartei versucht umzusetzen. Darüber könnte man jetzt genauer reden, weil, wie gesagt, versucht heißt ja nicht richtig, so wie es die Piraten machen. Aber trotzdem ist es ein zweiter wichtiger Punkt, der uns zeigt, dass man nicht nur in Deutschland, sondern wie ja auch von dir, Alexander, von den anderen angesprochen, wir als internationale Bewegung Trends durchaus anstoßen. Das kann uns wirklich in dem Sinne stolz machen. Was wir nur hinkriegen müssen, ist sozusagen dieses Miteinander hinzukriegen. Da komme ich ganz kurz zurück auf die Idee von Gysi in der letzten Veranstaltung, wo er sagte, er vermisst den Zusammenschluss aller derjenigen, die gegen die AfD sind. Und das sind ja immerhin 85%. Das ist ein schönes Bild. Und jetzt kommt die Frage, was können wir dazu beitragen, dass das noch klarer wird, dass keiner aus diesem Diskurs gegen die AfD aussteigen darf, wenn er sich nicht selber aufgeben will, unabhängig von den anderen gesellschaftspolitischen Vorstellungen. Das wäre schön, wenn wir das mit im Wahlkampf ganz, ganz stark thematisieren auf der Straße, wirklich klar machen, Freunde, wie Franz Josef es auch nannte, wenn ihr in die Richtung abstimmt, dann stimmt ihr gegen euch, dann seid ihr verloren. So Plädoyer. Aber jetzt, ja, Entschuldigung. Ja, okay, danke, dass du so großzügig bist, auf dem Stuhl freizugeben für die anderen. Ich glaube, der Sebastian hatte doch Fragen gestellt, die noch total im Raum stehen. Die würde ich ganz gerne beantworten. An der Stelle zumindest das Aufgreifen mit der Frage der Anschlussfähigkeit zu den europäischen Bewegungen. Also ich finde natürlich, was Podemos in Spanien oder die Diem25-Bewegung von Varoufakis, das sind Sachen, die vertreten
Piratenprogramm und das passt auch ein bisschen zu dem, was du jetzt für uns in Deutschland genannt hast. Wir sollten uns nicht so schwer tun, uns stärker zueinander zu bekennen, sag ich mal. Das ist meine Hoffnung, dass das noch mehr gelingt, dass wir vielleicht auch mal über unseren Schatten springen können und sagen können, wir Piraten, wir fordern und wollen wirklich die Teilhabe und wir schaffen die auch am eigenen Küchentisch. Das fehlt manchmal noch so ein bisschen. Nicht, dass wir da nicht die Teilhabe, aber man ist da so emotional. Ich bin es ja selber und dann ist man sehr schnell irgendwie am laut werden und das ist dann manchmal vielleicht einfach unpassend. Man sollte sich mehr zueinander bekennen, mehr gucken, was die anderen machen, es mehr respektieren, wenn es die politische gleiche Richtung ist. Und das ist bei diesen genannten Parteien der Fall. Die Piraten sind ja aber auch überall in den Ländern, das sollte man nicht vergessen. Ganz Europa ist, sag ich mal, vielleicht ein großes Zentrum der Piraten, die inzwischen auf die ganze Welt übergeschwappt sind, ausgehend von Schweden, jetzt in Ländern de facto mit einem Fuß in der Regierung wie in Island, damit auch durch Panama Paper nochmal zugespitzt, in der Situation, dass die stärkste Partei in einem europäischen Land, in Island, die Piraten sind. Und da bewegt sich richtig viel. Da sollten wir aufeinander gucken, gemeinsam ein Programm machen. Die PPI, also die Pirate Party International, ist ja hier in Berlin jetzt im Sommer. Am gleichen Wochenende wie der Christopher Street Day. Ich habe gerade das Datum, ich glaube Ende Juli, ne? 23. Da sollten wir gemeinsam auch gucken und miteinander sprechen. Und ich glaube, das ist im Wahlkampf auch dann, um auf die Wahlkampfideen, die auch Sebastian noch abgefragt hat, zu kommen, ein Ding, dass wir sagen, wir sind eine europäische Bewegung, wir sind eine europäische Idee, die hier als Partei in Deutschland mitlebt. Und das müssen wir kommunizieren, das ist uns selber manchmal nicht so bewusst. Und vielleicht eine andere Sache, dann auch wir tun uns manchmal schwer, Leuten irgendwie einen schwarzen Peter zuzuschieben, weil die Komplexität der Themen so eine einseitige Bewertung nicht zulässt. Aber vielleicht sollten wir im Zuge des Filzes, den es gibt, manchmal auch, wird ja mehr und mehr gemacht, auch einfach mal Namen nennen. Den Leuten ist es dann, manchmal sind sie dann verwundert, warum die Piraten sich zum Beispiel nicht zu diesem Panama Papers Skandal, dasselbe war ja kein Skandal, da lang austauschen. Das liegt aber auch daran, dass die Presse da nicht drauf guckt. Vielleicht sollten wir auch einfach mal sagen, ja, es ist einfach scheiße, wenn die Firmen, die Banken irgendwelche Share Deals machen, die dem Steuerzahler 10 Milliarden Euro entziehen. Und da wollen wir auch was dagegen tun, weil das ist fehlende Transparenz und fehlender Filz. Und da ist die Deutsche Bank dann auch mitschuldig und das einfach mal auch benennen. Das täte uns, glaube ich, auch manchmal ganz gut, ohne dass man da jetzt jemanden zu massiv vorverurteilt. Ja. Es gibt, wenn ich das richtig sehe, ich muss leider eine organisatorische Ansage machen. Es gibt noch zwei Redner. Jens Müller, der gerade sitzt, und Jörg Preissendorfer. Nee, wir müssen um eins, wie bekannt, wie angesagt, diesen Raum verlassen. Insofern, es gibt noch zwei Fragen oder ein Statement und kurz bitte, wir haben keine andere Chance, ein gutes Ende zu finden. Und darum bitte ich euch schon, um diese Sendung nicht kaputt zu machen. Ich denke, die guten Gefühle, die wir erzeugt haben, sollten jetzt nicht belastet werden. Jens. Also Jens Müller von den Piraten, von den Urbanauten in Berlin. Es war mal das Thema von Denkzettel verpassen, und zwar in Bezug auf die AfD-Wähler. Da denke ich, dieser Anteil, der dürfte gar nicht so klein sein. Insofern stellt sich mir die Frage, wie gewinnt man die Presse? Da nehme ich sehr gut und ganz klasse war die Aktion gegen den Erdogan, der auch nicht anders als zu bezeichnen ist als Erdogan, weil dort wirklich Grundwerte unserer Demokratie mit angegriffen werden und der tatsächlich versucht, in unsere Gesellschaft reinzustreuen. Ich denke, das sind Aktionen, von denen eigentlich vielleicht sogar noch mehr gemacht werden müsste, damit die Presse tatsächlich uns mehr wahrnimmt. Und das sind auch Gefühle, die Alexander dann eben mit angesprochen hatte. Ein zweiter Punkt und Appell, der mir sehr dran liegt, sind an die Ex-Piraten, und zwar das Schlechtmachen unserer Partei sein zu lassen. Gerade im Hinblick darauf, dass diese Piraten mal viel Vertrauen geschenkt bekommen wurden. Und ich möchte darum bitten, dass mit diesem Vertrauen auch im Nachhinein würdevoll umgegangen wird. Das war es dann eigentlich auch schon. Ich wollte mal kurz zusammenfassen. Natürlich ist Presseberichterstattung wichtig. Aber ich bin ja niemand, der jetzt für Pressebashing bekannt ist. Das heißt, die Presse ist frei, ihre Arbeit zu tun. Nur als Piraten müssen wir eben zur Kenntnis nehmen, dass wir keine parteinahe Presse haben. Ja,
heißt, wir sind die einzige Partei, die jetzt keine Zeitung hat, die eben mit unserer Partei in irgendeiner Verbindung steht. Und das macht es natürlich auch schwerer für uns, in der Presse Erwähnung zu finden. Trotzdem kommt es darauf an, etwas Nachrichten, positive Nachrichten zu präsentieren, die dann auch Interesse in der Presse finden. Genau, und das liegt natürlich an uns, dass wir es schaffen, solche Aktionen, die auch mitunter jetzt schon laufen, eben hinzubekommen, die eben ein gewisses Aufsehen erregen, aber die auch inhaltlich so wertvoll sind, so interessant sind für die Presse, dass darüber berichtet werden muss. Jörg, du bist der Zweite. Der Kandidat Oliver Wack möchte sich einbringen, was nachvollziehbar ist. Ja, okay. Und im Übrigen ist es so, es ist tatsächlich die Zustimmung da, dass wir bis 10 nach 1 Zeit haben. Also insofern, bitte. Frag nicht, was sich dafür der Verein zahlt. Fest. Okay, ich mache es auch kurz. Es ist eher ein Statement. Fragen habe ich an euch ja nicht. Ich bin ja mit euch in Kontakt. Und kenne ja auch die Liste und ihre Arbeit, die ja bisher durchaus sich sehen lassen kann. Ich finde auch unseren und euren Auftritt heute sehr gelungen bisher, muss ich sagen. Freut mich, dass wir hier diese Möglichkeit bekommen, auch uns vorzustellen. Und jetzt gehe ich nochmal kurz auf das Thema Teilhabe ein. Es gibt in Deutschland keine andere Partei, in der ein Mitglied eingeladen ist, derart viel tun zu können wie bei den Piraten. Das gibt es nicht. Es gibt das sogenannte piratige Mandat, das ist ein bisschen ausgeleiert, aber ich gerade persönlich bin ein gutes Beispiel dafür, weil ich habe völlig artfremd eingestiegen, habe mich über die Jahre reingearbeitet und habe inzwischen derart viel gelernt und derart viel unterschiedliche Dinge ausgeübt. Das kann ich nur in dieser Partei. Das finde ich großartig und ich möchte, dass wir diesen Stil beibehalten, dass wir weiter die Leute einladen, dass wir Angebote machen, anstatt zu manipulieren und dass wir weiter diese Schiene fahren. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir laden die Menschen ein und es ist kein leeres Versprechen. Vielen Dank. Lieber Mark, wenn du es zulässt, werde ich das wiederholen, weil es eigentlich ein schönes Schlusswort war. Ja. Will da jemand eigentlich darauf antworten, auf Olli? Oder? Nee. Außer zu sagen, dass er recht hat. So. Vorhin fiel hier der Satz, jetzt kommen wir mal zurück zu dem, worum es hier eigentlich geht. Und diesen Satz wiederhole ich jetzt. Du sagst das auch, mach mir den zu eigen. Denn als Mitglied von Peira e.V. weiß ich natürlich, es ist nicht die Aufgabe eines Vereins für politische Bildung, die ultimative Lobhudelei für eine Liste zu produzieren, sondern es ist die Aufgabe eines Vereins für politische Bildung, das zuzulassen und zu ermöglichen, dass kritische Fragen gestellt werden. Und die Menschen, die auf der Liste stehen, täten gut daran, als glaubwürdige Politikerinnen und Politiker diese Fragen auch zu beantworten. So, nachdem das geklärt werden konnte, drei kleine Fragen, eine davon mit einem großen, mindestens eine davon mit einem großen Potenzial. Es ist viel über Online-Beteiligung und Online-Teilhabe gesprochen worden. Welche Fortschritte hat die verbindliche Online-Beteiligung in der Piratenpartei in den vergangenen 2-3 Jahren gemacht? Was hat man unternommen, um die Defizite an dieser Stelle zu beheben? Ganz konkret. Zweite Frage. Zur Teilhabe in der Partei gehört auch ein guter Ton im Umgang miteinander. Da kann man sich zwar, wie Alexander das oft macht, immer darauf berufen, naja, bei uns geht es noch am zivilisiertesten zu, in anderen Parteien ist alles viel schlimmer, aber ich erinnere mich auch selbstverständlich dran, an Stalin-Vergleiche von Mitgliedern durch andere Mitglieder. Ich erinnere mich auch an viele andere hässliche Dinge, Unterstellungen von Datenklau, Unterstellungen von sozusagen untreuer Verwendung von Ressourcen der Partei, was sich allesamt überhaupt nicht untermauern und belegen lässt. Und in dem Zusammenhang würde ich auch gerne wissen, wie der Landesverband Berlin der Piratenpartei wieder mit dem Bundesverband oder der Bundesebene zusammenfindet oder ob man sich da weiter auf den Standpunkt stellen will, naja, was die Bundesebene da macht, da lassen wir am besten völlig die Finger von und broddeln hier unser eigenes Ding. Dritte und letzte Frage, und ich glaube, es ist eine der wichtigsten, gerade für die Piratenpartei, die sich immer sehr stark auf die Digitalisierung beruft und die politischen Notwendigkeiten, die damit einhergehen. Ich halte das Stichwort Digitalisierung selbst an sich für einen Hype. Natürlich verändert
verändern diese Techniken sehr viel in unserer Gesellschaft, das ist völlig unbestritten. Aber ich frage euch, was kommt nach dem Digitalisierungshype? Seht mal bitte in die Zukunft und wenn, überlegt euch, wenn dieses Wort, der Begriff der Digitalisierung, genauso ausgeleiert ist wie das piratische Mandat, wie geht es dann mit der Politik der Piratenpartei weiter? Vielen Dank. Nach der Digitalisierung kommt vielleicht wieder die Rückbesinnung auf die analogen Dinge des Lebens, auf die Gespräche, die wir untereinander führen, von Mensch zu Mensch und weniger zu chatten, das kann alles sein. Da wage ich eigentlich gar keine Prognose hier an dieser Stelle. Mhm. Das ist auch nicht unsere Aufgabe, sage ich mal, jetzt das zu bewerten, ob das in der Zukunft also so sein wird. Wir können halt nur die Möglichkeiten versuchen auszuschöpfen, die wir auf politischer Ebene haben, um das möglichst Beste aus der Digitalisierung herauszuholen, also politikfeldübergreifend, also eine Barrierefreiheit hinzubekommen, nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in der Darstellung von zum Beispiel Kunst und Kultur. Die zweite Frage war die der innerparteilichen Kommunikation, wo wir, glaube ich, ja sehr viel gelernt haben in den letzten Jahren, was auch falsch gewesen ist, was Fehler, die wir nicht wiederholen sollten, wobei natürlich wir alle unterschiedliche Menschen sind. Du kannst nicht eben jedem also irgendwie ein Schema mit auf den Weg geben, wie er sich zu verhalten hat. Also es sollte eigentlich jedem mit dem gesunden Menschenverstand klar sein, wie eine Kommunikation unter erwachsenen Menschen auszusehen hat und dass dann eben in Parteien eben sowas auch passiert, dass sich daran eben nicht gehalten wird, das ist in allen Organisationen so und da können wir uns leider, da gibt es gar keinen Generalweg, wie wir das eindämmen können. So, das klappte wunderbar. Wir haben heute auch Besuch aus der Bundesebene der Partei, dem politischen Geschäftsführer Christos, dass du jetzt auf diese eine Frage unseres Kollegen Preißendorfer eingehen kannst, wie sich dieses Verhältnis, was ja für die Kenner der Partei bekannt ist, es war ein spannungsreiches Verhältnis vor Jahren, insbesondere nach sozusagen bestimmten Parteitagen ist es entstanden. Wie hat sich sozusagen diese Situation bereinigt, ist sie harmonischer geworden oder wird sie weiter verdrängt? Oder wie beschreibst du sozusagen den Zustand sozusagen aus der fernen Republik bezogen auf Berlin? Also, ihr habt das ja selber vorhin gesagt, aus meiner Sicht ist dieser Streit schon lange vorbei. Gefühlt. Die Bundesebene schaut natürlich auf Berlin, weil ihr seid wichtig und ihr kriegt die vollkommene Unterstützung von uns. Sicherlich waren wir mal irgendwo nicht immer Freunde in der früheren, aber wir sind in einer politischen Partei. Und gerade in der politischen Partei muss man lernen, nach vorne zu gucken. Das ist zum einen. Und ich bin überzeugt von, dass ihr es schaffen werdet, weil ich habe einfach Angst, wenn ich diese Harmonie bei euch sehe, was aus euch geworden ist. Also ich kann mich noch an ganz andere Sachen erinnern. Und wenn ihr die Spitzenkandidaten seid, dass ihr ja seid, und ich habe einfach ein schönes Gefühl, wie harmonisch ihr seid. Es kommt positiv rüber. Es gibt kein, ja, dazwischen Geplappere oder irgendwie irgendjemand ist neidisch auf den anderen. Das finde ich schön. Und ich möchte mich auch bei den AGH-Leuten, die jetzt noch da sind oder auch hier oder auch die anderen, bedanken für die gute Arbeit der letzten 5 Jahre. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet und ihr wart extrem gut und ihr wart auch wichtig für die Piraten als solches in Deutschland. Und ich alle, also auch Andelius und so weiter, ihr wart und die sind sehr, sehr wichtig. Und für mich persönlich ist es auch wichtig, dass ihr genau diesen Weg weiter fortführt, der politischen Arbeit, die ihr tätigt, in den Schwerpunkten als Abgeordnete oder welche Schwerpunkte ihr dann als Menschen auch machen wollt. Was ich sehr schön fand, war, dass ihr keine komischen Prognosen gemacht habt, sondern das Versprechen als Angebot angesehen habt. Das fand ich schön, dafür danke ich euch. Also es ist einfach, man merkt, es ist hier piratisch. Zum Thema Jörg. Jörg
ist er kein Pirat mehr und ich weiß, er ist ein bisschen verletzt gewesen und dementsprechend kam natürlich, nein, der Jörg, der hier Preißendorfer, der hier die Fragen gestellt hat. Er ist ein Guter gewesen und ich mag ihn immer noch als Menschen, allerdings sehe ich das, dass wir als Plattform hier wirklich jedem Menschen die Möglichkeit geben. Und das macht uns Piraten aus, dass wir sagen, wir kriegen es hin, dass jeder hier seine Fragen stellen kann. Das Einzige, was ich von euch will, ich will euer Wort haben, dass ihr euch nicht streitet öffentlich, wenn ihr ein Problem habt miteinander. Das ist das Einzige, was ich von euch will. Genau. Das Wort. Ja, hallo. Ich glaube, mein Mikrofon funktioniert. vielleicht auch noch mal ganz kurz zu Jörgs Frage und zu Christos Ausführung dazu. Ich denke mal schon, dass wir in Berlin hier so ein bisschen auch den Konsens haben für die Piratenpartei, Klammer auf Bund, Klammer zu, auch so ein bisschen das Zukunftslabor zu sein. Das ist unser Anspruch an uns selber. Das wird aber, glaube ich, auch in manchen Punkten so gesehen. Also für andere sind wir natürlich die Mini-Stalinisten, die irgendwie den Untergang über alles hereinbringen wollen. Aber ich denke mal, wir entwickeln hier Dinge und sind bei manchen Sachen, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, vielleicht doch ein bisschen progressiver als vielleicht der Durchschnitt aller Landesverbände. Aber ich denke auch, dass ja schon viele Sachen, die wir in Berlin sozusagen entwickelt haben, dann letztlich auch den Weg in andere Landesverbände gefunden haben. Und ich denke mal, es ist ja auch hier eine ganz andere Umgebung in dieser Stadt, als das irgendwo in einem Flächenland ist oder so, wo einfach die Struktur eine andere ist. Deswegen würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es da riesige Probleme irgendwie geben muss. Es sind einfach unterschiedliche Bedingungen. Deswegen ist ja die Partei auch so föderalistisch organisiert. Und ich denke mal, wir kommen klar, oder? Ja. Alex. Ja, dann. Vielleicht auf Jörg und Christus ergänzen, dass Jörg ja auch Mitglied von Peira e.V. ist, insofern hier auch mit ein Veranstalter, ja. Die Frage, wie man untereinander umgeht, ja. Also da hat Christus vollkommen recht, das hätte ich mir von vornherein gewünscht, dass man, wenn man private Probleme miteinander hat, die nicht öffentlich irgendwie politisch austrägt, das ist eine Unart, die in anderen Parteien ja auch passiert und die möchte ich bei den Piraten auch nicht sehen. Ja. Wenn es allerdings politische Themen sind, sollte man das ruhig öffentlich und ruhig und sachlich und im Diskurs austragen. Ja. Wie man Parteimitglieder disziplinieren kann, also das Wort geht mir schon schwer über die Lippen, ist eine, eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, dass man einfach auch bekennen zu können, wir waren da mit einigen Leuten in früheren Zeiten etwas zu geduldig. Ja? Das heißt, wir müssen etwas, sagen wir mal, deutlicher machen, wenn uns das Verhalten von Leuten einfach nicht passt und wenn das auch mit den Inhalten, mit dem Menschenbild der Piraten nicht vereinbar ist. Allerdings dann zum Parteiausschlussverfahren zu kommen, naja gut, das Problem kennt ihr, es ist ganz schwer, jemanden aus der Partei auszuschließen. So. Nur kurz die Frage, also Digitalisierung als Hype stimme ich so nicht zu, vielleicht jetzt dieser Begriff. Aber die ganze Technik, die dahinter steht, wie Automatisierung, künstliche Intelligenz und so weiter, ich hatte es schon angesprochen, wird unsere Zukunft ganz gewaltig verändern. Und die Veränderungsprozesse laufen schon. Deswegen ist das etwas, womit man sich beschäftigen muss als Partei. Und da reicht es auch nicht, eine Linkspartei mit Internetanschluss zu sein, ja, sondern da muss man wirklich die Sache auch schon in den Genen haben. Tut mir leid, ich muss jetzt sozusagen von meiner Moderationsseite her tatsächlich sagen, wir kommen zum Ende. Ich weiß, da sind ganz viele Wortmeldungen noch da, gerade auch zum letzten Thema Digitalisierung. Wie ist das zu sehen? Weil es eine Kulturfrage ist, wird es auch nicht so ohne weiteres verschwinden, sondern es wird bleiben. Und insofern ist es keine technische Diskussion, sondern eine gesamtgesellschaftliche Diskussion. Würde ich, wie ihr merkt, gerne länger drüber reden. Wollen wir heute nicht tun. Wir werden das wieder auf die Tagesordnung setzen. Wir setzen nämlich fort die Diskussion über ein sogenanntes netzpolitisches Manifest, was eine Bedeutung haben wird für die nächsten 30, 40, 50 oder auch 100 Jahre. Also ich
möchte mich bedanken für die vielen Fragestellungen. Und ich möchte allerdings sagen, wenn es so angekommen ist, dass wir billige Werbung heute gemacht haben für die Piratenpartei, würde es mir sehr leid tun, weil ich denke, dafür waren die Beiträge in Form der Statements, in Form der Antworten auf die Fragen zu differenziert, als zu sagen, es ist billige Werbung. Kann es ja auch gar nicht sein, weil wir niemand manipulieren wollen, sondern einladen wollen. Also ich freue mich, dass wir heute eine sehr, sehr kompakte Diskussion, klar, Werbeveranstaltung für die Piraten gemacht haben. Wir würden sie auch gerne machen für andere Parteien, wenn das Programm und die Art der Politik zu machen es hergeben würde. Das ist aber nun nicht so. Und das Abschlussbild von mir, wenn einmal die Archäologen der Außerirdischen in etwa 500 Jahren oder 1000 Jahren auf die Erde fliegen werden, dann werden sie Artefakte der Piraten finden, die so zu werten sind, dass die Piraten eine epochenmachende Partei waren und die Gesellschaft lange Zeit geprägt haben. Wenn ich das so sage, muss ich natürlich ankündigen, das ist unser nächster Beitrag, der Matinee-Beitrag, besser gesagt, das Matinee-Thema. Das Matinee-Thema beim nächsten Mal ist, uns mit denen zu beschäftigen, die die Politik besonders prägen, also die Lobbyisten. Die Lobbyisten, in diesem Falle auch konkret zugeschnitten, sich damit zu beschäftigen, wie die Bertelsmann-Stiftung die Politik prägt in Deutschland und in Europa. Es gibt einen Vorlauf, da haben die Freunde in Nordrhein-Westfalen, also die Piratenfreunde in Nordrhein-Westfalen, im April eine große Anfrage zu diesem Thema gestartet. Und diese Anfrage war möglich, weil die Piraten sich auch eines externen Sachverstandes bedient haben. Eine größere Gruppe von vielen Mitarbeitern, die über einen längeren Zeitraum diese Anfrage vorbereitet haben. Also ich denke, auch da wird es wieder sehr spannend. Und da gehen wir mal, was heute ja bei den einzelnen Themen nicht möglich war, wieder richtig in die Tiefe. Haben Tiefgang zu einem Thema, was man sich vornehmen muss, unter unserem Hauptaspekt Transparenz herstellen, damit Gleichberechtigung möglich ist, damit Teilhabe möglich ist. So, danke. Applaus